Wurscht heißt das Programm, weil es nicht wurscht ist, aber dazu später. Ich muss was vorausschicken. Bevor ich mit dem Programm beginne, thank you. Es ist so, ich muss mich absichern. Es gab schon beim letzten Programm immer wieder Beschwerden. Per Internet, per Mail wurde an mein Management geschrieben. Es haben Leute sich beschwert über das Programm. Sie fühlten sich betrogen. Ich habe ihre Erwartungen nicht erfüllt. Zu wenig Witz erzählt oder ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie gerechnet mit der Broderwiesen oder Ähnlichem. Daher muss ich mich absichern. Also eine dieser Mails war an mein Management, da hat sich jemand beschwert, der war in meinem Programm, im vorigen Programm, und hat geschrieben, der erste Teil hat ihm ganz gut gefallen. Er musste einige Male lachen, er hat es mitgezählt, er hat seine Klickvorrichtung mitgehabt, Klicker. Na, geht. Hat in der Pause dividiert durch einen halben Eintrittspreis und gesagt, na, geht's ja. 1,35 pro Locher, das kann man lassen. Und da war er zufrieden. Im zweiten Teil sagt er, war er sehr enttäuscht. Also da war er verärgert geradezu und wollte eigentlich gehen, hat sich aber nicht traut, weil er mitten in einer Reihe war und Angst gehabt hat, dass er einen anderen Stesser gibt. Und er hat sich richtig geärgert und auch betrogen gefühlt und hat mir dann auch geschrieben, wie ich denn dazu käme. Also er hat kein Konjunktiv geschrieben, aber ich weiß nicht, was ich kummerte oder ich weiß nicht. Wie kommen Sie dazu, wie er dazu kommt, dass ich dazu, wie ich dazu komme oder er dazu kommt, dass ich da irgendwie die Kurzwähler irgendwie lächerlich mache und man denkt, um Gottes Willen, das würde ich nie machen. Ich bin selber Kurzwähler, habe dieses Seniorenhandy mit den. Da weiß man. Da kennt man es ja aus, da weiß man, der Vierer ist der Pepe-Onkel. Obwohl. In meinem Alter hat man nicht mehr viel Pepe-Onkel, den man noch anrufen kann. Also, anrufen kann man es, aber die heben nicht mehr an. Obwohl es noch Leute in der Gruft, monatelang. Ja. Aber er kommt nicht mehr zu. Ja, dann mit der Zeit sind die alle Nummern ungültig. Erreichen niemand mehr. Nur der Einser geht noch Notarztwagen. Den muss man sich aufheben. Nein, und dann bin ich drauf. Nein, er meinte, ich hätte die Leute irgendwie lächerlich gemacht, die den Herrn Kurz gewählt haben. Nichts läge mir ferner, um im Konjunktiv zu bleiben. Und dann schreibt er, und dann auch die Blauwähler. Da habe ich aber gewusst, er meint jetzt nicht Blauwale, also der Blauwal, der hat im März halt Blauwale. Also Blau, außer auf einem FPÖ-Plakat, könnte schon sein. Aber die Rechtschreib-Weltmeister. Nein, bei Blauwal würde ich nie verunglimpfen. Der Blauwal ist fast mein Lieblingstier. Obwohl, ich kann nicht kuscheln mit ihm, weil ich nicht tauchen kann. Wenn ich mit dem Kopf so ein Stück unter Wasser bin, fühle ich mich wie Cousteau und brauche einen Druckausgleich noch. Aber ich schicke ihm oft, in einem Blauwal sehe, schicke ich ihm eine Busse, weil ich ihn so lieb habe. Den würde ich nicht verunglimpfen. Da habe ich gewusst, er meint, dass ich hätte die Blauwähler da irgendwie lächerlich gemacht. Und ja, das, er hat gesagt, er wird nie wieder kommen in mein Programm. Und was mir wahnsinnig leid tut, und er wird auch, hat er dann geschrieben, er wird seinen Freunden sagen, sie sollen die Karten verkaufen. Und ich wollte ihm dann schreiben, in mein Management hat es mir verboten, ich wollte ihm schreiben, er soll ihnen sagen, sie sollen es weghaben, weil da kann es ich nur einmal verkaufen. Aber nein, also jetzt muss ich mich da absichern mit AGBs, Sie kennen das von Internetbestellungen her, allgemeine Geschäftsbedingungen, die müssen Sie akzeptieren. Sie liegen auch auf, draußen, nebenan ist ein großer Raum, da ist ein Buch mit 16.000 Seiten AGBs, kleingedruckt, Sie können es gerne durchlesen, da brauchen Sie nicht mehr zurückkommen, da sind Sie ein paar Jahre dort drinnen. Nein, es geht auch kürzer, Sie wissen, im Internet müssen Sie immer das Kastel da anklicken, aber ich möchte nicht angeklickert werden und daher kann man das so machen, wenn Sie jetzt nicht rausgehen, dann haben Sie zugestimmt. Sie sind nicht rausgegangen, gut, Sie haben zugestimmt. Das haben wir jetzt einmal. Sie müssen also jetzt akzeptieren, dass ich bestimmte Sachen so denke, wie ich sie denke und sie dann auch so sage, wie ich sie sagen möchte. Ja? Kurz gesagt, Kabarettist kann Spuren von eigenen Meinungen enthalten. Das haben Sie jetzt. Weil ich bin ja keine Gratiszeitung. Aber da lege ich am Boden, dass ich über mich drüber gehe und weil überall, die herumliegen, am Bahnsteigsverschmutzungs-Boulevard-Medium. Nein, dann wäre natürlich der Eintritt frei. Dann würde ich entsprechende Schmähdauern am Wochenende. Hätte Inserate von
verschiedenen Ministerien und der Regierung und einen Hut auf, wo Krone draufsteht, obwohl es ein Hut ist. Und so. Epauletten mit OE24 darf man nicht lauter so sagen und auf der Schuhe zu einem Humanigner. Nein, das mache ich nicht, weil ich bin nicht gratis und ich komme aus meiner Haut nicht heraus. Das ist auch ein Problem. Ich komme aus meiner Haut nicht heraus, auch in verschiedener Hinsicht. Es gibt eine Krankheit, die jetzt neu diagnostiziert worden ist. Game tut es ja schon länger. Die heißt Alzberger. Das ist das Gegenteil von Alzheimer. Beim Alzheimer vergisst man alles und beim Alzberger merkt man sich alles. Das ist auch nicht leibend, kann ich noch sagen. Das hängt mir um wie ein Pingel an der Säule. Ich kann nichts vergessen. Ich kann mich an alles erinnern. Die Leute vergessen halt so schnell, was die Regierungen gemacht haben die letzten Jahre. Und ich merke mir das alles. Ich weiß noch ganz genau viele Geschichten von der letzten Schwarz-Blau-Regierung mit Schüssel damals. Ja. Da sind ja viele noch nicht im Häfen von der Regierung. Das sind manche. Manche warten auf die Verjährung. Ja, und viele sind die, weil zum Beispiel, da war da dieser Leistungsträger, der seine Leistung nicht gefunden hat, ist auch blöd. Der hat die irgendwo hingestellt, die Leistung, und dann kommt er zurück, ist die, hat auch gleich, wo ist meine Leistung? Und ich habe die vorhin da hergestellt und hat dann, hast du die weggetragen? Nein, ich habe nichts weggetragen. Wo ist meine Leistung? Ich hab's da hergestellt. Ja, ich hab's nicht weggezogen, sagt der andere. Aber ich bin krasser vorbeigesehen mit so einem Pinkel. Vielleicht, dass der deine Leistung weggezahlt hat. Naja, das war, da gab's einen Innenminister damals, der war dann selber am Schmalz, wie man in Wien sagt, in der alten Häfensprache. Am Schmalz heißt in unbedingter Haft. Also der war am Schmalz. Der Innenminister war damals, war auch nicht leid. Das hat ihm auch nicht gefallen. Er hat da ein Interview gegeben. Er hat gesagt, es war überhaupt nicht leibend im Häfen. Er hat sich anders vorgestellt wahrscheinlich. Und in der Krone gelesen, ich mache am Vorfernseher und knocke die Weiber an die Wände oder was. Nein, gar nicht, hat er gesagt. Das war, und ein Wasserbett war auch nicht. Ein nasser Matratzen, aber und gezogen hat es, weil die Gitterstapel so weit auseinander hat. Zirkt es wie in einem Vogelhäuser. Und der war, da ist schon wieder, der ist ja dann schon wieder, dann haben sie ihn wieder rauslassen, hat schon die nächsten Sachen begonnen. Aber der hat dann die Fußfessel, die kriegen jetzt viele die Fußfessel, da sagt er, die Fußfessel, na so leibend ist es auch nicht. Das ist ja ein Quichel, da sind ein paar drin. Also hast du einen Hüftschiefstand, wenn du da ein bisschen weiter gehst. Da hat es ja einen gegeben, der ist von Graz bis zum Opernball nach Wien mit der Fußfessel gegangen. Na, der war fertig, über den Wechsel, mit der Fußfessel. Mein lieber Freund. Naja, also, wenn so in Wienerwald spazieren gingen, so in den nächsten Wochen und Monaten, wenn ihnen ein Mann entgegenkommt mit einem unmodernen Weidenhosen und der an Haxen so ein bisschen nachts hat, schauen Sie, ob das nicht ein ehemaliger Minister ist, der da ein Freigänger. Aber wurscht, ich schweife ab, ich muss mich noch weiter absichern, ich habe heute am Nachmittag ein Packerl Ashanti-Nuss gegessen, falls ich huste oder speife, wenn Allergiker da sind, dass wir da nicht einen anaphylaktischen Schock haben. Also, wenn Sie, das habe ich Ihnen jetzt auch mitgeteilt, Sie haben das zur Kenntnis genommen, Dankeschön. Da können wir jetzt mit dem Programm anfangen. Mir ist vieles nicht wurscht, anderes dafür völlig blunzen. Blunzen zum Beispiel waren mir jahrzehntelang völlig wurscht, indem, dass ich sie nicht gegessen habe. Warum? Ich musste als Kind, als kleines Kind miterleben in meinem südburgenländisch-kroatischen Geburtsort Stinaz, wie eine Blunze hergestellt wird. Es war im heutigen Stinazer Hof, Gasthaus, Haus und Fleischhockerei. Damals war Jeleni Wirtshaus und Fleischhockerei. Und dort im Hof ist gesessen die Wirtin, Spitzname Beberlitzer, mit ihrem krawodischen Rick und seinem Kessel zwischen den Achsen. Im Hintergrund frisch geschlachtete, dampfende Kuhleichen mit blauen Gedärmen heraushängend, halbe Schweine, noch dampfend, eine Hieronymus-Bosch-artige Szene. Mittendrin ist gesessen die Beberlitzer mit ihrer Rick und mit dem Kessel.
und mit so einem riesen Stuhl und da hat es zuerst geriert drinnen und ich war ein kleines Kind und Leute haben schon gewartet auf die Plunzen und ich habe mich zu dem Kessel so zugedrängt und da musste ich hineinschauen, ich habe da nicht weggehen hinten und in diesem Kessel war eine, ja wie soll ich sagen, rötlich-blutfarbene, ja zwischen Brei und Flüssigkeit angelegt von der Konsistenz her, breiig-flüssig könnte man sagen und mit Teilchen drinnen, also mit Bröckeln, also mit kleinen Teilen von toten Tieren. Also waren da drinnen in dieser Art blutigen Ding. Und ich habe auch gesehen lebendige Tiere. Ich glaube, ein Mauserl ist durchgeschwommen. Das hat also diese Kielwelle nachgezogen, hat mit dem Schwanzerl gesteuert. Oder ein Hirschkäfer, ich weiß nicht mehr genau. Und ich glaube, es waren auch menschliche Körperteile drinnen. Ich bilde mir ein kleiner Finger. Also als Kind, dass vielleicht beim Ausbahnl der angerutscht ist und hat sich einen kleinen Finger angehockt und der andere hat gesagt, los ihm drin, ist auch Fleisch. Und sie hat so eine Drahtspange dann in die Hand genommen, da ist ein Darm dran gegangen und dort ist so schlacker, schlacker. Schlacker, so hineingeschlackert und dann so runtergeht und dann immer zwischendurch abwunden, abpasst. Und das war für mich ausreichend, dass ich jahrzehntelang keine Blutwurst, keine Blunze gegessen habe, bis ich dann bekehrt wurde. Ich wurde bekehrt von einem Blunzenkaiser. Es gibt ja speziell hier in Ostösterreich sehr viele Blunzenkaiser. Jeder Ort mit mehr als 1200 Einwohnern hat mindestens einen Blunzenkaiser, der das auch groß anschlägt an seinem Geschäft. Da, ich bin der echte Blunzenkaiser, der fuhren in Schaas-Klappersdorf, das ist ja ein Usurpator, der hat sich gedacht, ein Blunzenkaiser, ich bin der echte Blunzenkaiser. Und so gibt es eine Unzahl von Blunzenkaisern. Blunzenkönige habe ich nirgends entdeckt, aber das will keiner. Dann bin ich gleich Kaiser, nicht König, Silbermedaillen brauche ich nicht. Da steht jetzt am Zwarerstockerl. Nein, was es aber gibt, sind Blunzenprinzen. Da habe ich schon, also... Der Sohn von einem Blunzenkaiser ist der Blunzenprinz. Und der heiratet dann oft eine Frau und die ist dann Blunzenprinzessin. Man sieht es auch manchmal beim Faschingsumzug, wo vorne der Faschingsprinz mit der Faschingsprinzessin und meistens 10 Meter weiter hinten der Blunzenprinz mit der Blunzen. Man erkennt es aber auch am Aussehen. Also der, die dunkle, rötliche Gesichtsfarbe auch und mit den weißen Speck. Und dort war ich war im Waldviertel oben und bin da gesessen und da war auch der Blunzenkaiser, Wirtshaus mit Fleischhockerei und der ist dann auf mich zugekommen. Ich habe gleich gewusst, das muss der Blunzenkaiser sein, weil vom Gesicht her auch. Und da hat er blutige, verschmiertes Arbe, aber der hat keine Schürzen gehabt, weil er war der Chef. Der hat einen Arbeitsmantel gehabt. Und hinten ist seine Frau gestanden, ist lustig, die hat ausgeschaut wie er. Man hat gewusst, das ist die Blunzenkaiserin. Und interessanterweise hat sie ihm auch von der Frisur ähnlich gehabt. Das ist oft im Waldviertel, dass die beide die gleiche Frisur haben. Also ging er zum Friseur, sagt er, mach meiner Alten meine Frisur an, das heißt, dass man weiß, wem es zugehört. Und der ist zu mir an den Tisch gekommen und hat gesagt, Herr Resatares, können Sie in Zadrobilek, sage ich, den Herrn Zadrobilek, den Radrennfahrer, der ist mir wohl bekannt, ich bin ganz gut mit ihm. Und er sagt, na ja, den habe ich ein Blunzenradl gemacht. Ich sage, na ja, nichts leichter als das. Ein Blunzenradl kann ja auch. Links mal her Blunzen, ich nehme ein Messer, schneide durch, fällt das Blunzenradl runter. Habe ich ein Blunzenradl gemacht. Da hören Sie auf, Sie sind ein Lustiger. Na, Sie sind mal ein Lustiger. Nein, hat er gesagt, ein Radl habe ich ihm gemacht, aus Blunzen. Sag ich, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Sag ich, jetzt sage ich eine Fotografie. Zeig dir mal ein Foto, wo ein Rennradl komplett aus Blunzen drauf ist. Also unterschiedliche Blunzen, ja. Also die steifen Rahmenblunzen, dann die Sattelblunze und die kühn gebogene Rennlenkerblunzen. Da sind mir schon ein bisschen die Tränen runtergekommen. Und dann hat er auch Felgenblunzen gehabt und Reifenblunzen und die ganz dünnen, Cabanossi-artigen Speichenblunzen. Und
Da habe ich dann schon so geweint, dass ich gar nicht mehr schauen habe können, ob er einen 8-Gang-Schaltblunzen angehabt hat oder ob es doch 14-Gang war. Und ich wisch mir die Tränen ab, sag, na und ist er gefahren, auch der Zadi, sagt, da hören Sie auf, Sie mit Ihnen Schmäh. Sag ich, na weißt du, was so echt ausschaut, wenn Sie mir das da herstellen, ich springe rauf und radl eine Runde am Blunzenradl. Gewinn eine Etappen auf der Tour de Blunz im Blunzensprint. Und der hat mich dann gezwungen, meine erste Blunze zu essen. Ich habe ihn dann gebeten, er möge sie zuschütten mit geriebenem Creme. Und es war ein kleines Blunzerl und so ein Kilimanjaro-artiger Creme-Berg. Und es war auch ein bisschen ein Versteckspiel, bis ich es erwischt habe. Und ich habe dann den Creme auch wieder geweint und ich habe da gar nicht viel gespielt. Das ist ganz gut gegangen. Seither esse ich auch Blunzen, wenn sehr viel Creme da ist. Ich sagte, reiben Sie einmal, reden wir dann weiter in einer halben Stunde, wenn Sie Creme haben. Ja, aber esse ich jetzt auch Blunzen. Ja, andere Würste habe ich schon als junger Mensch gerne gegessen. Eine Extrawurst-Semmel. Da waren zwei Scheiberln drin, damals in die 50er, so arm waren wir. Ja, und dann als junger Student, ich habe sehr früh maturiert und dann inskribiert an der Wiener Uni Alma Mater Rudolfina. Ich war noch nicht 18, wie ich schon inskribiert habe, an der Uni. Hauptfach Psychologie, Nebenfach Anthropologie und Humangenetik. Ich bin sehr froh heute, dass ich beides nicht abgeschlossen habe. Und dann war schon im 66er Jahr, Februar, die ersten Semesterferien. Und da bin ich natürlich arbeiten gegangen. Ich musste in allen Ferien arbeiten gehen, wurde gezwungen von meinem Vater im Sommer am Bau. Und da war es Winter und Student bin ich auf die Ankerbrotfabrik in den Semesterferien arbeiten gegangen. Da ist man immer gelobt worden, als junger Mensch, wenn man gearbeitet hat in die Ferien, haben dann die alten Angeln gesagt, brav ist er, na, brav bist, verdienst du was dazu? Und ich habe gesagt, wo dazu? Und da war ich tätig auf der Ankerbrotfabrik und es war Februar 66, da war es kalt. Das kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen. Da war es kalt im Winter damals oder vielleicht war man dünner anzogen, vielleicht das doch. Die Unterwäsche, ne? Die Feinripp, die Mutter mit der Reisbürste gewaschen, da war nur mehr Ripp, da war kein Fein mehr. Und war wie ein Netzleiber bei minus 12 Grad. Und bin um 4:30 in der Früh mit dem ersten Sechser-Tramwein zur Ankerbrotfabrik und schäbernd verkühlt ist mir ausgegangen. Und dann hinein in die Fabrik, in die Wärme. Ja, der Duft nach frischem Brot, der Duft nach frischen Semmeln. Es war wie die Rückkehr in den Mutterleib geradezu. Entspannt, da ist man hinein. War ein wunderbarer Arbeitsplatz und sehr sozialer Betrieb, die Ankerbrotfabrik. Man hatte dort in der Kantine, musste mal fürs Essen nichts zahlen. Es gab aber nur eine Speise, Burenwurst. Also Brot sowieso, frisches Brot, jede Menge. Und ich habe Burenwurst dort drin gehabt und zwar, der Experte weiß Bescheid, die Meterhasse. Also die nicht alle Stiegeln abpasst ist, sondern eine Meterhasse. Und die haben dort eine Kilometerhasse gehabt. Die waren so Serpentinen gelegt, hunderte Meter lang. Ich bin immer gefragt, aus welchem Viech nehmen die den Darm, dass der so lang ist. Vielleicht Anacondas, habe ich mir gedacht. Weil die ist schon selber 13, 14, 15 Meter lang und dann geht der Darm noch 20 Mal hin und her. Also da kommt schon ein schöner Darm zusammen, da kannst du schon eine schöne Meterhasse machen. Die ist ja die beste, die kocht sie aus, du brauchst keine Opferwurst im Wasser drinnen. Na, und die hat es dort gegeben und da bin ich hin. Und der hat gesagt dort hinter der Burle, na, was willst du noch am Burle? Ich sage, ich hätte gern so eine Burenwurst. Sagt er, gebe dir eine schöne Portion. Und so hat mir die Portion angesagt, und zwar am Ärmel. Der Ärmel bei der Wurst geht von Schulter bis zum Fingerspitzel. Und dann gibt es noch einen Haxen, der geht von der Hüfte bis... Er hat mir einen Ärmel gegeben, oder ich schneide das einmal durch, dass nicht drüber hinkt, über das Tassel, einen ordentlichen süßen Senf und dann ein Riesenscherzl, frisches, ofenwarmes Brot. Es war blähungsfreie Ernährung in der Ankerbrotfabrik. Ich habe oft das Gefühl gehabt, die Leute, die dort arbeiten, die sind so wie Ballons, die schweben so über dem Boden und tut sie nur mit der großen Zeichen manchmal so anstößen. Nur wenn einer einen Schaß los, sinkt er zu Boden. Da muss er wieder angassen, anmetanisieren muss er sich dann. Ja, und dort wurde der Grundstein gelegt für meine später jahrzehntelange Burenwurstzucht. Ich kann es heute zugeben, ich war burenwurstsüchtig. Ich war dann auch bei den anonymen Burenheidlern. Meine kommen
Grüß euch, mein Name ist Lukas, ich bin Burnwurstsüchtig. Da hat sie dann nicht gesagt, ich bin der Roman Punschkrapfelsüchtig. Ja, aber es hat lang gedauert, bis ich geheilt war. Ich konnte damals an keinem Burnherdlstand vorbeigehen, wenn ich das nur gerochen habe, war ich schon dort und habe mir Hasse eingeschraubt. Man macht mal unangenehme Situationen auch. Ich war eingeladen zu einem Interview im Do & Co, da in dem Haashaus, ja, dieses Nobelrestaurant, und dort bin dorthin, da ist ein Aufzug damals gewesen, da ist man unten eingestiegen und der ist dann aufgefahren ins Do & Co, aber dazwischen nirgends Stäbling, wie der Railjet praktisch. Und da ist nichts, also nur für die Do & Co Leute, unten kontrollieren und dann auf. Und dort bin ich hinein und der ist dann losgefahren und durch diesen Druckunterschied ist mir dann ein Kupferl umgefallen und es hat in dem kleinen Aufzug gerochen, wie wenn es einen Würstelstand zerrissen hätte. Eine Frau neben mir ist zusammengebrochen, die ist mit den Fingern gesagt, bring mich hier raus, hat sie ihren Freund geschrieben. Du musst warten, bis wir oben sind, dazwischen kannst du nicht aufsteigen. Dann ist mir eingefallen, habe ich beim Hingehen gar beim Würstelstand vorbei eine kleine Hase eingeschraubt. Und die ist natürlich dann. Nach jeder Vorstellung, beim Heimfahren, auf der Friedensbrücke war damals ein Würstelstand. Da bin ich immer auf eine Jausenstimme, 2, 3, 4 in der Früh. Da ist jetzt nichts, da ist nur mehr ein Blumenstandl, aber Blumen ist ja nicht. Vor allem nicht kalt. Aber. Da bin ich immer hin und als echter Burnherdler, der hat ja einen Raum gehabt im Winter, der geheizt war, wo man reingehen konnte. Nie. Der echte Burnwurst-Connoisseur bleibt draußen stehen bei minus 14 Grad und 50 Knoten Wind am Donaukanal, da bloß zu oben. Da bin ich gestanden und habe es draußen gegessen, schnell, damit der süße Senf nicht eingefriert und dann ein bisschen Brot noch und dann schnell zurück ins Auto und beim Niedersetzen am Blärer auf die Windschutzscheibe. Da habe ich gut, das darf man nicht gleich wegwischen, weil da sind ja die Fettbröckel. Dann ist es wie zugespachtelt. Da muss man warten, bis die Heizung schön heiß ist, dass es kleine Krammeln werden. Die dann hat man auf der Fahrt dann noch ein bisschen Jauserl. Ein bisschen ein Snack. Und, naja. Ja, so war das. Das war meine Burnwurst-Episode. Und manchmal hat man es mit heimgenommen, dann machen wir daheim eine Hase. Geht nicht. Daheim kann man das nicht essen. Daheim fragt man, um Gottes Willen, was friss ich da? Welcher Teufel hat mich geritten, das mitzunehmen? Ja, aber so kommen wir auch zur Geschichte der Wurst. Die Wurst wurde vor vielen tausend Jahren erfunden von unseren Vorfahren, um rohes Fleisch haltbar zu machen. Rohes Fleisch verdirbt sehr schnell. In der Hitze verdirbt das, ja, es Keime gehen rein und es zerrinnt dann, es verfault, es sieht wie Eiter aus, es ist sehr unappetitlich und es ist ganz, ganz grauslich. Ja? Und da hat man dann geschaut, dass man das, wie man das haltbar machen kann. Und unsere frühen Vorfahren, das älteste Volk der Erde, die San, in Namibia und auch in Südafrika beheimatet, die haben ja damals, und machen es heute noch zum Teil, rennen der Gazelle noch 3 Tage, dann da schießen sie es, also erbeuten sie sie und fressen es dann auf einen Satz zusammen, weil, damit sie nicht verdirbt. Weil drinnen ist, der ist seine eigene Wurst, der San. Der ist von innen verdauen und dann die nächste Gazelle, wenn er wieder einen Hunger hat. Und wenn man nämlich dieses rohe Fleisch ungekühlt lagert, dann verdirbt es und abgesehen davon, dass es verfault, es bildet sich noch ein ganz böser Keim, Clostridium botulinum, der Botulinumtoxin erzeugt. Der Botulinumtoxin ist eines der giftigsten Gifte, die es überhaupt gibt. Botox wird daraus hergestellt, aber das soll man ja nicht essen. Ja? Botox soll man ja in die Falte und in die Mimik spritzen, damit man dann ein schönes Gesicht hat. Immer sagen lassen, wenn man ganz viel Botox spritzt, geht sogar die Arschfalten weg. Und mein Arsch wieder Donald Duck. Nur ohne Öffnungen. Ja, aber das soll man nicht essen. Ich muss schon sagen lassen, die machen das spritzen lassen und dann sticht er durch und die schlucken das, dann stirbt dieser Mensch. Ja? Aber mit einer wunderbaren glatten Speiseröhre
die denken sie oft und dann sterben. Jetzt hätte ich nur gerne mal eine schauen in meine Speiseröhren. Und die, dadurch, dass sie so glatt wird, die fährt dann oben aus 2 Meter und unten auch 3 Meter. Das ist ja wie auf einem Stangl, auf der eigenen, am eigenen Dünndarm. Naja, aber darum soll man auch nicht essen, das Buttock. Ja, aber es ist so, um zu verhindern, dass dieses Fleisch verdirbt, muss man es einsalzen. Mit Kaliumnitrit, Natriumnitrit, Nitritsalze. Die verhindern erstens, dass sich Botulismus dort ausbildet und sie würzen auch das Fleisch und es wird schön rötlich, wenn es dann in die Wursthaut hineinkommt. Das Problem ist, dass man durch Einsalzen auch schon schwer verdorbenes Fleisch, das hat es in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gegeben in Wien, 70, 80 Jahre, wirklich hinniges Fleisch, wo sie nicht einmal ein Fleischfliegen mehr draufgesetzt hätte, ja. Wo die Fleischfliegen lieber zur Sonnenblume geflogen wäre oder die Hyäne hätte es auch nicht gefressen und gesagt, na, da esse ich lieber Gänseblümchen, bevor ich dieses stingerte Kadaverfleisch esse. Aber dieses Fleisch konnte man durch Abwaschen mit Essig und Einsalzen mit Bökelsalz, konnte man das wieder retten und eine herrliche Wiener draus machen. Und das haben ja verbrecherische Wursthersteller damals gemacht. Einer der Köpfe war der Bertel Buschek, Blunzenbertel genannt. Der hat tonnenweise verdorbenes Fleisch eingesalzen und als Wurst wieder verkauft. Am Kohlenberg haben sie Wurst oben gemacht und die Leute um 25 Schilling haben wir 3 Stunden Wurst gefressen. Der Bertel soll leben, sie haben es geschrien. Der Bertel soll leben, bevor sie es auf die Intensivstation gebracht haben. Und ja, den Leuten, und der Bertel hat gesagt, schau her, den Leuten schmeckt es. Und der größte Feind der verbrecherischen Wursthersteller war ja die staatliche Lebensmittelkontrolle. Ganz berüchtigt war Hofrat Psoter. Ja, den haben sie gehasst. Mir hat einmal einer gesagt, ein Brezelshersteller, wenn ich den Psoter, da will ich den schnell den strafen und gebe meinem Nachbarn seinen Hund zum Fressen, weil den mag ich nicht, das Hundvieh. Die haben das gehasst und dann irgendwann wurde der Psoter abgeschossen und die staatliche Lebensmittelkontrolle wurde reduziert, weil die gesagt haben, wir können sie da selber kontrollieren und wir sind da die größten Experten, schau. Das machen doch wir selber. Also die Kontrolle war dann, dass der Wursthersteller gesagt hat, bei meiner Ehe, das ist eine gute Wurst. Die isst er die selber auch, wenn er nicht schon seit 20 Jahren Vegetarier war. Und ja, weil sie gesagt haben, das Gesetz muss sich nach dem Produzenten richten, nicht nach dem Konsumenten, das ist ein Blödsinn. Und dann auch den Lebensmittelkodex, dass man draufschauen muss, was in der Wurst ist, das haben sie auch nicht wollen. Ich habe gesagt, da ist ja der Zettel größer wie die Wurst, wenn da alles draufschreibt. Das haben sie sich dann geeinigt, so quasi unter der Hand, dass man nur auf die Wursthaut draufschreibt. Was da, also zum Beispiel frisch, dass auf der Wurst draufsteht, weil die ist dann immer frisch. Wenn die dann einkaufen im Supermarkt, schau, nehmen wir Franzi, nehmen wir die frische Wurst. Und er sagt, war die nicht vorige Woche auch schon frisch? Sagt sie, ja. Die wird in 2 Monaten auch noch frisch sein. Steht ja drauf auf der Wurst. Halt. Na, die nehmen wir. Und auf der anderen schmeckt. Schmeckt, die schmeckt. Nehmen wir auch den, die schmeckt und die frisch. Dann haben wir ein bisschen Auswahl. Und es gibt ja ganz kleine Würste auch, da kannst du fast überhaupt nichts draufschreiben. Es gibt so winzige Würste, werden Sie schon gesehen haben, die sind wie Zuckerl so groß, oder? Ganz kleine Wurst ist. Und die, das werden Sie jetzt vielleicht nicht wissen, die werden aus den Blinddärmen von Wanderratten gemacht. Aber es kommt da ganz durch ein siebbasiertes Krötenbrät mit Spitzmaus gemischt hinein. Und da ganz eine feine Wurst. Und da kannst du nur gut draufschreiben. Mehr geht, 3 Buchstaben, mehr geht sie. Mehr geht. Grundsätzlich ist so, je weniger man weiß, was in der Wurst drin ist, desto besser schmeckt es an. Den Leuten schmeckt, hat er geschrien, der Blunzenbärtel. Und was den Leuten nicht schmeckt, muss man ihnen schmackhaft machen, heute durch Werbung. Werbung ist ganz wichtig. Werbung macht alles schmackhaft. Werbung mit Zensur geschieht mit Werbung und da gefällt uns alles. Ah, das wollen wir und das wollen wir auch noch. Und das Schöne ist, heutzutage werden auch Bildungsinhalte durch Werbung vermittelt. Also die Werbung erfüllt einen Bildungsauftrag. Zum Beispiel Tatsachen aus der Geschichte lernt man durch Werbung. Habe ich vorher nicht gewusst. Finde ich ganz toll. Man, die erste Werbung, die ich gesehen habe, war in den 50er Jahren im 10. Bezirk. Eine Waschpulverwerbung. Da waren ja viele Bombenruinen, aber ein Haus war, da war über die ganze Feiermauer war Radion. Waschpulver. Und die haben Werbung gemacht mit Atomstrahlung. Dem Radion wäscht weißer. Und da war so ein Atomblitz drauf. Und die Hausfrau, die hinten. Wasche, die wäsche ich mit dem Radio und da wird ein gut schlafender Vati drinnen, mit dem Knochenkrebs. Aber
Radio und Westschweizer mit Radioaktivität. Ja, also damals hat man keine historischen Inhalte in der Werbung gehabt. Das war ja zu knapp dran gewesen. Was soll da einer schreiben? Gestern ein Bombentreffer oder was? Nein. Aber heute, darum erinnert man sich gar nicht mehr, was da vorher war in den 40er Jahren. Nein, heute lernt man andere Sachen aus der Werbung. Geschichte zum Beispiel. Aus der Werbung habe ich erfahren, dass die erste Bank, also nicht die erste Bank, die erste Bank ist ja im Paradies gestanden. Das war so ein Parkbankerl. Und die hat der Schöpfer geschöpft, einmal die Bankerl. Und dann ist dort Adam und Eva drauf gesessen, auf der ersten Bank. Und sie hat dann gesagt, der Apfel. Ja, die andere Geschichte ist mehr. Nein. Ich meine, die erste Bank, und dass die, das habe ich erfahren aus der Werbung, dass die erste Bank die Befreierin der Arbeiterklasse war. Das habe ich nicht gewusst. Das, ich habe anders, ich war mein Altsberger hat mir was anderes, aber nein, das war dort drinnen, die erste Bank war das. Und im Werbespot, da sieht man eine Fabriksarbeiterin vor 200 Jahren, und das war ja schreckliche Zustände damals. Die haben gearbeitet, die Ziegelbäm, 16 Stunden am Tag. Ich und Erwin Kisch, der rasende Reporter, hat seine Sozial- Reportagen gemacht über die Leute. Wenn sie Ziegeln brennt gehabt haben, im Ringofen, im auskühlenden Ringofen haben die geschlafen, weil es dort warm war. Die haben kein Haus gehabt, keine Wohnung, kein nichts. Ne? Und so eine Situation ist in diesem Werbefilm, aber nur halt schön. Und da sieht meine Arbeiterin in Großaufnahme, die ist ganz dreckig im Gesicht. Im Film ist das der optische Code für arm. Also wenn man im Film zeigen will, dass jemand arm ist, du kannst nicht wie auf die Wurst arm draufschreiben. Und wenn der Zuschauer denkt, ui, das ist eine arme Frau, macht mir ja die Wangen dreckig. Da weiß man, ah, die ist arm. Weil man kann nicht sagen, im Kontoauszug oder sonst was, sondern also nur das dreckige Gesicht. Ui, die muss arm sein, schau, wie dreckig die ist. Und da sieht man diese Großaufnahme von dieser armen Frau und ein Voice-Over sagt, wir mussten schlafen, um zu arbeiten und arbeiten, um zu essen. Für etwas anderes blieb keine Zeit, bis ich ihn traf. Spar jetzt für deine Zukunft, sagt er. Und da sieht man, dann fährt die Kamera zu, da sieht man, dass die Frau kniet und vor ihr steht ein Mann in einem schönen Anzug und der gibt ihr was. Man weiß momentan nicht, was es ist. Es ist so ein kleines Ding, aber sie nimmt es so dankbar entgegen, dass ich glaubt habe, das ist vielleicht die geheime Offenbarung in Taschenbuchform, dass ihr überreicht wird, weil sie so ergriffen ist. Nein, es war ein Sparbuch. Man weiß aber nicht, was drauf ist und ob was drauf ist. Und der Mann ist aber kein Manchester-Liberaler, nein, das ist ein, ich weiß nicht, wer das ist, der Mann, der die Frau mit dem Sportbüchel da rettet. Vielleicht war es nur der Befreier der Arbeiterklasse, also, oder vielleicht nur der Filialleiter von Sigmunds Herberg, oder ein ganz früher Bankdirektor. Ich bin dann draufgekommen, der George muss es sein, George, von den Telebanking George, der Urgroßvater, George der Erste, der befreit mit dem Sportpickel die Arbeiterklasse. Das muss es sein. Ja, so ist die Werbung. Das ist eher eine gute Bank, aber die Werbung ist noch besser. Und jetzt haben sie fortgesetzt, weil sie 200 Jahre alt waren. Glaub an dich ist der neue Slogan. Und das, viele Leute sagen, ah, ich glaube an mich, Leiber, und dann geht es mir gut. Nicht an die anderen glauben, nein, an dich selber, glaub an dich. Ja, und so hat auch die Frau dann sich geglaubt, hat das ganz allein geschafft und mit dem Sportpickel, wo nichts drauf war. Aber jetzt ist mir dann die Schuppen von den Augen gefallen. Das waren nicht die Linken, die Arbeiter, das waren die Banken, die gerettet haben. Darum haben wir dann die Banken auch gerettet. Weil die um uns gerettet, da haben wir es zurückretten müssen. Ich habe dann ein bisschen recherchiert. War sehr interessant, hat mich auf der Spur, ich habe dann recherchiert und bin dann draufgekommen, dass zum Beispiel die Oktoberrevolution durch Raiffeisen Osteuropa da sind sie heute noch stolz, intern, was da damals, ja, aber darum haben wir es auch gerettet. Es wurde alles falsch erzählt, Sozialismus, Sozialdemokrat, Blödsinn, waren alles die. Ja, man, vieles wurde auch in den letzten 1,5 Jahren so korrigiert, auch politisch und durch Regierungen, Sozialdemokratie, Arbeiterrechte, nein. Aber zum Beispiel dieser Ex-Vizekanzler, es ist jetzt, in dem Programm ist es wahnsinnig schwer. Ich hab im März Premiere gehabt, ja, nicht einmal ein Jahr da oben. Möglicherweise wird das mein erstes Programm mit drei Regierungen. Und ich muss immer ein Ex dazu sagen, weil die jetzt noch nicht mehr sind. Und der Ex, der Ex-Vize, der Zack, Zack, Zack.
Der Bumsti, der hat ja auch, wie er noch Vize, was der alles war, wie der noch Vizekanzler war und sie die Wirtshausrechnungen gesammelt hat und Geschurch braucht er. Okay. Kannst du mir die Schurch als Zwiebelrostbraten schreiben? Der hat ja auch gesagt in einem Interview, die SPÖ nimmt den Arbeitern das Geld weg. Genau so ist es. Der Bumsi hat es gewusst. Und auch, da war ja auch diese Ex-Ministerin, wo mir auch der Name nicht einfällt, die ist jetzt auch Sozialministerin, genau. Die hat auch gesagt, wer schafft die Arbeit? Die Wirtschaft merkt sich nicht endlich, sie ist sautrig, Arsch! Ich bin die Wärme ins Scheißhund! Und es stimmt ja auch. Die ÖVP gibt den Arbeitern das Geld, dann kommt die SPÖ und nimmt sie dann wieder weg. Steuern, Abgaben, Arbeiterkammerumschlag, wie das alles hat. Drum ist ihr ja auch der Hals geplatzt, obwohl sie sich den Fetzen umgebunden gehabt hat. Und ihm ja auch, dem Ex-Vizekanzler, wie er noch, der hat ja auch, der, weil im Herzen ist er ein Arbeiter. Ein Zahntechniker ist eine Art Steinmetz. Der eine macht einen Grabstaus an Marmorwürfe, der andere einen Fünfer rechts oben. Also jeder bei seinem Leisten. Ja, aber es war die Entlarvung der Sozialdemokratie. Lang genug hat es gedauert. Und all diese Wurstinhalte werden den Leuten schmackhaft gemacht, wie gesagt, durch Werbung, durch die PR-Leute in der Regierung, in der vergangenen, abgetretenen Regierung. Da waren ja sehr viele, die haben ordentlich, die bökeln das, die PR-Leute bökeln das, damit es den Leuten schmeckt, die Wurst, die sind da eingedruckt. Zum Beispiel in dem Innenministerium, weil großartiger Innenminister, der hat 30 Beamte gehabt in der Kommunikationsabteilung. Hat er so schon gehabt, also Kommunikationsabteilung heißt es. Und zusätzlich noch eine eigene Abteilung für Social Media mit nur einmal 21 Mitarbeitern. Also in Summe 51 Leute, ja, die nur schauen, was schreiben wir denen Trotteln auf die Wurst drauf. Ja. Vergleichsweise die Korruptionsstaatsanwaltschaft hat nur 40 Ankläger. Gut, aber das ist eh fast zu viel, weil Korruption, ein Fremdwort in Österreich. der Altsberger sagt noch 2 Euro weiter. Da braucht man nicht. Jetzt war kürzlich eine Statistik, wir sind jetzt ungefähr gleich auf mit Burundi, was Korruption betrifft. Nur ein bisschen weniger Tode. Aber sonst, braucht ja nicht so viele Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Schauen Sie, wenn ich ein Fuchs war, hätte ich mir auch keine Jager zichten. Aber und durch diese vielen Beamten haben wir eine tolle Kommunikation. Dann hat er geheißen, Biemertz, der beste Innenminister aller Zeiten, mit den meisten Misstrauensanträgen hat er gehabt. Dann wurden ihm vorgeworfen Umsturzpläne. Und dann, sie wollen die Demokratie unterhöhlen. Und der Kickl hat gesagt, erstens greifen Sie die Demokratie an, zweitens habe ich das gar nicht gemacht. Und drittens ist eh nicht gegangen. die anderen haben auch eine tolle Kommunikation, die große, die Türkis-Partei. Also dieser jüngste Kanzler und jüngste Ex-Kanzler, ich weiß nicht, was der noch ist, jüngster Ex, jüngster Jo und jüngster Na. Und der hat an einem Tag machen wir 30.000, 31.000 Euro pro Tag nur für Kommunikation verbraucht. Also der muss ja Kommunikationsfrisur Kommunikationsföhnung, Kommunikationsspray drauf auf die Frisur und Kommunikationsanzüge. Die schauen zwar aus wie Kommunionsanzüge, aber es sind Kommunikationsanzüge. Du musst da immer das weiße Hämmerdreieck musst da unten aussehen. Das ist ein Kommunikationsanzug. Und wenn er auf die Almen geht, um den alten Sängerinnen zu zeigen, wie toll er ist, dann hat er Kommunikationslederhosen an. Da können sie ihm aufs Popschall klopfen. Ja, die kennen das gut, darum kauft man das auch. Den Leuten schmeckt's. Aber ich glaube, wir sind alle infiziert. Schon unsere Eltern und Großeltern,
Also nach dem Zweiten Weltkrieg, da war ja nichts da. Aber dann ist es losgegangen mit dem Konsum. Und dann ist das Wirtschaftswunder gekommen. Es wurde produziert für den Konsum. Endlich hat man die Herrlichkeit des Konsums entdeckt. Die Leute waren begeistert. Und große Warenhäuser wurden gegründet in Deutschland. Also Quelle Kaufhaus und dann Quelle Versandhaus. Auch in Österreich das Quelle Versandhaus. Und die Leute waren begeistert. Erstmals konnte man von zu Hause aus bestellen. Man hat per Post den Katalog bekommen. In vielen Haushalten gab es nur zwei Bücher. Die Heilige Schrift und den Quelle-Katalog. Den hab's aber öfter gelesen als die Bibel. Und da sind sie gesessen und haben dann bladelt. Ja, schau, die Bettbank, das war was für ein Vati, wenn er Mittagsschlafen macht in der Wohnkugel. Aber wenn er die Schuhe nicht aussieht, muss er sich die Kronenzeitung drunter hängen, dass er es nicht schmutzig macht. Und dann bestellen, das war ja sehr schwierig, das Bestellen, das war amtlich geradezu. Man hat da fünf Durchschläge mit Blaupapier. Druck fest drauf, Papa, dass er sich durchdruckt. Und da ist ja eins gegangen an die Pfarrer, eins an die an Gemeinderat und. Und es wurde dann alles ausgefüllt und dann zusammengefaltet in ein Kuvert und an den Quelle-Versand geschickt per Post. Und beim Abschlecken von der Gummierung von dem Kuvert, da haben sie sich infiziert mit dem Toxoplasma quelli, die Urform des Versandhausvirus. Der hat jetzt schon x-mal mutiert, ist jetzt Toxoplasma amazonii. Aber es hat ja damals keiner damit gerechnet, dass die ganze Welt einmal ein einziges Versandhaus sein wird. Ist es nicht toll? Man kann ja alles kaufen jetzt schon. Weil lebende Schweine und ein faltbares Schlachthaus dazu. Das wird geliefert und dann faltest du das Schlachthaus auf, weil du ja wenig Platz da hast. Und dann schlachtest du das Schwein drin, tust das zerteilen und wursten und zölchen. Und dann kommt alles in die Tiefkühltruhe. Und dann wird das Schlachthaus faltbar wieder zusammengefaltet. Und man schaut, wohin, unters Bett. Und es geht dann nicht eine und man schiebt stärker, da kommen die drei Zwei-Mann-Zelte heraus, die man schon ein Jahr lang gesucht hat, wenn man die Vorrichter bestellt hat. Na, das ist eine tolle Geschichte. Und dann kann man die Sachen ja auch zurückschicken. Das war früher ein Problem. Wenn du was bestellt hast, es hat was nicht passt, das zurückschicken wird. Da hat man eine notarielle Geschichte braucht und fünf Zeugen und was weiß ich. Und dann wieder 10 Durchschläge mit Blaupapier und an den Vatikan eins geschickt und an die UNO. Und ich war den Leuten oft zu viel. Da haben sie das Klumpert, da geholt man sich lieber. Das Klumpert, haben sie gesagt, bevor man da das Auto hörst, ist auch Wahnsinn. Es gab aber dann eine Phase, Ende des vergangenen Jahrhunderts, da ist es mit dem Loswerden vom Klumpert ganz gut geworden. Also 80er, bis in die 90er vergangenes Jahrhundert, da ist ja, hat man die Sachen am Gehsteig gestellt und dann ist der Ungar gekommen mit einem rostigen Lader, der auf drei Häfern gerinnt ist und hinten Hänger mit zwei Ochsen. Und der hat das aufgeladen und hat das freudig alles mitgenommen. Oft waren die Sachen noch gar nicht am Gehsteig, hat es der schon aufgeladen gehabt. Da fällt mir immer der alte Libanon-Witze, der Beirut-Witz, wo sie gesagt haben früher, wenn sie in Beirut an Bösendorfer Konzertflügel von 1,5 Meter aus fallen lassen, hast du ihn nicht mehr aufprallen gehört, weil er unterwegs schon wohl gestohlen war. Das unten nur mehr in Kamera angekommen. Aber der Ungar hat das nicht gestohlen. Da hat man sich gefreut, dass der kommt, dass man ihm das Klumpert mitgeben kann. Und der hat sich auch gefreut. A Win-Win-Situation. Ich war ja immer schon ein Early Adopter. Also Early Adopter, das sind Leute, die sich die Sachen kaufen, wenn sie ganz neu sind, sauteuer und nicht funktionieren. Also ich bin der Trottel, der das in der Endphase finanziert, den ganzen Scheiß. Und ich habe da was erworben damals. Ich habe nie gern Rasen gemäht, zum Unterschied von all meinen Nachbarn. Die haben am liebsten hätten sie in der Nacht, glaube ich, auch gemacht. Und da gab es dann einen Rasenmäher, der ganz leicht zu bedienen war, und den fliegenden Rasenmäher. Flymo, der fliegende Rasenmäher, musste ich sofort haben. Und der hat da drinnen das Messer, hat gleichzeitig einen Auftrieber. Also der ist nicht oben geflogen, ja, da ist ja kein Rasen. Ein tieffliegender Rasenmäher war das. Und man hat ihn mit zwei Fingern schieben können, weiter Luftpolster. Ne? Und Downwash, wie man als Helikopterpilot weiß. Und der hat super gemäht, also circa 4 Quadratmeter. Dann war so viel nasses Gras in der Kuppel drin, dass der zur Landung angesetzt hat. Er war eh nur so hoch, aber dann ist er langsam runter, hat immer kürzer gemacht. Dann zum Schluss noch die Wurzeln gemäht. Und circa 2 Minuten hat er die Erden gemacht noch. Dann ist er stehen geblieben.
Und dann haben wir den ganzen Tag, haben wir das, ja, Scheiße, kann ich nicht brauchen. Na, der Ungar ist gerade bei mir am Gehsteig, sage ich, warte ein bisschen, ich habe was Schönes für dich. Und schau doch, bringe ihm den Rasenmäher, sagt, was ist das? Sage ich, das ist ein Rasenmäher. Sagt er, das ist ein Rasenmäher, er hat keine Räder. Sag ich, er braucht keine Räder, er geht mit Luft, geht mit Luft. Sag ich, ja, der geht mit Luft. Ich glaube, ich muss den was zahlen, dass der das klumpert damit. Ne? Er hat ihn dann murrend mitgenommen. Und ich habe später erfahren, er hat kurz darauf, zwei Monate später, den großen Innovationspreis bekommen in Ungarn, weil er den vorgeführt hat, in einem Kindergarten 3 Quadratmeter groß gemacht hat und einen Haufen Orden bekommen und so weiter. Aber jetzt kommt ja der Ungarn nicht mehr, weil die haben ja selber nur klumpert in Ungarn, Allah, die Regierung, wenn es nimmst, das würde ganz Zimmer am Gehsteig legen, kommt ja keiner. Wer holt es denn, der Ukrainer? Nein, auch nicht. Also das bleibt einer dann alles über. Nein, aber heute ist ja, heute gibt es ja die kostenlose Rücksendung. Das war historisch ein großer Schritt. Das war welthistorisch viel wichtiger als die Befreiung der Arbeiterinnen und Arbeiter. Die kostenlose Rücksendung. Also man schickt alles zurück. Millionen kleiner Lieferwagen kommen und liefern die Sachen aus. Und dann Millionen kleiner Lieferwagen führen es dann wieder zurück. 70% der Waren bei Amazon werden zurückgeschickt. Und die werden dann zurückgeschickt und die hauen es dort weg. Die hauen das weg, was zurückgeschickt. Haben sie geglaubt, die beideln das aus, den Kaschmir-Pullover mit einer aufplotzten Eiterwimmeln drinnen. Die haben das beidelt einer aus. Ibrahim hat für sie gepackt. Nein, die haben das weg. Haben sie glaubt, die in der Schnirltange Unterhosen mit den Schamhaar-Kringeln, die tun das ausbeideln. Die haben das alles weg. Auch größere Sachen. Ich habe mir einen Bürostuhl bestellt, einen Chefsessel. Also der hat 6 Rallen, weil der Vizechefsessel hat nur 4. Und der Sekretärensessel hat nur 1 Radl. Da muss schauen, dass es balanciert. Das ist ein bisschen eine Bewegung. Und da war eins von den 6, ich war hin und habe dann an denen geschrieben, ich möchte nur das eine Radl haben. Und gesagt, nein, das ist unmöglich. Wenn die das machen, wenn sie einmal damit anfangen, da bricht in Bangladesch eine Revolution aus. Wenn die plötzlich Ersatz sagt, nein, da habe ich das zugeschickt, die haben das weg, hat die über den Leichen gekriegt. Der ist auch schon wieder hin, schicke wieder zurück. Und die haben eine riesen Mülldeponie, was dort haben. Nein, das ist schon eine tolle. Gut, vieles muss ich sagen, ist eher klumpert. Vor allem diese chinesischen Sachen haben wir oft überlegt, die könnten es gleich dort weggehauen. Bevor es mit einer Frachtmaschine daherfliegen, das ist gleich weg. Also nicht gleich am Ende vom Bandel weggehauen, sondern einmal recyceln. Recyceln und zurück und dann beim zweiten Mal weggehauen. Das wäre. Aber das eigentliche Problem ist ja das Klumper, das Amazon nicht weggehauen. Es ist ja alles angerannt. Viele Menschen sind einkaufssüchtig, weil das so leicht geht im Internet. Man sitzt davor, die bunte Warenwelt. Auch diese Sucht habe ich auch schon kurze Zeit gehabt. Und man will das dann wegkommen. Man ist ja zugeschickt mit Klumpert. Und da hört man öfter von Menschen, ich möchte das alles auslagern. Wegkommen will man es nicht, aber weil dann müsste man es ja zurückschicken. Und man will das auslagern. Auslagern ist so ein Begriff aus der Wirtschaft. Habe ich vor Jahren zum ersten Mal gehört, haben zwei so super Jungmanager geredet und der hat gesagt, wir haben jetzt die Reinigung ausgelagert. Und ich mir denke, wie geht das? Der Betrieb ist in Deutsch-Wagram und reinigen tun sie in Bratislava. Dass Frauen mit dreckigen Wangen den umtragen und wischen sie, ich weiß es nicht. Jedenfalls, wir haben die Reinigung ausgelagert. Und dann ist ja sowas gekommen, eine neue Geschäftsidee, My Place. So Container, die man mieten kann und dann hat man sein ganzes Klumpert rein. Was man zugeschickt ist in der Wohnung, kommt in den Container rein und hat wieder Platz für neues Klumpert zu bestellen und sie einen zweiten Container mieten dort. Und ich habe zuerst geglaubt, das heißt My Space. Also mein Raum, aber dann auch mein Weltraum. Und ich habe mir gedacht, dass vielleicht die so Raketen haben, wo man das ganze Klumpert hinbringt und die schießen das ins Weltall, in eine Erdumlaufbahn. Und ich habe eine schöne Idee, es gibt ja so, da haben wir das so romantisch vorgestellt, es gibt ja so Apps für Satelliten auch und dass man dann so eine App hat und ein junges Ehepaar, zweiter Hochzeitstag, im Sommer, in der sommerlichen Wiese, in der Nacht und schauen in den Sternenhimmel und er sagt, jetzt ist 3:50, jetzt müsste gleich unsere Sitzgarnitur vorbeikommen, auf der wir uns das erste Mal geküsst haben. Nein, habe ich dann erfahren, nein, das ist ja so vermüllt, die Erdumlaufbahn ist auch schon voll vermüllt. Ja. Und man dachte vielleicht, dass man es flach rausschießt und das gleich wieder zukommt und verglüht. Aber dann hast du wieder die Ionosphäre verträgt. Also das ist alles,
naja, man muss andere Sachen sie finden, um das Klumpert loszuwerden. Und da, man hat eine Beziehung zur Ware. Ich kenne das von mir, wie ich einkaufssüchtig war. Man hat das gekauft, hat es noch gar nicht einpackt, zwei Jahre nicht auspackt, aber man will es nicht hergeben. Da geht man vorbei, Jesus, die Drohne vor 4 Jahren noch nicht auspackt, die ist ja noch mit dem Schnirl gegangen. Und dann vor 2 Jahren die mit dem Schnirl oben schon gegangen ist. Ja, das kann ich nicht weggeben. Nein, man will das behalten und es wird dann immer mehr, man schiebt sie zu. Und da gibt es eine neue Geschäftsidee, ein Start-up, das heißt jetzt immer Start-up. Wenn einer ein Geschäft laufen, die haben jetzt ein neues Start-up. Früher gesagt, der Peppe hat jetzt eine Spengerei aufgemacht. Nein, heute ist er doch in ein Start-up. Oder da haben wir ein neues Start-up. Und das ist aber ganz toll, ein Dienstleistungs-Start-up, ja, wo man kann eine neue Berufsgruppe, eine neue Branche, man kann dort bestellen Leute, die einem das Zeug mit Gewalt wegnehmen, gegen den eigenen Willen. I hired a contract killer sozusagen. Und die Unterschrift ist unwiderruflich. Wenn man den Befehl geben hat, dann führen die das durch. Beinhart. Weil sonst war der, nein, jetzt doch nicht. Und diese Leute, die dann kommen, die sind Nahkampf ausgebildet. Die haben sind auch geschützt, haben stich- und schusssichere Westen an, Vollvisierhelm und ein Pfefferspray und ein Taser und ein 9mm-Kanal und ein bisschen, der ist total behängt und Stahlkappenschuhe. Und die nehmen dann das mit Gewalt. Weil der Mensch will das dann nicht hergeben. Na, bitte den Teddybären mit den einen Augen an den Hängen. Bitte, na, bitte nochmal. Na, den Kamelhocker lassen wir. Das ist der Urlaub, der erste Tunesienurlaub. Bitte, na, okay. Den Sombrero gebe ich nicht her. Und dann zum Schluss, na, bitte, die Schlapfen, die wie Erdbeeren ausschauen, die lassen wir bitte. Schlapfen her. Oder es geraucht. Glock, glock, glock. Und dann gibt man es her. Ein bestellter Raub. Aber das Problem ist ja nicht nur der Außenraum, der uns umgibt, sondern auch der eigene Innenraum. Unser Gehirn ist ja völlig vermüllt durch Werbung für das Klumpert. Facebook und Twitter und Fernsehen und Netflix und die News. Und die ganzen News. Es sind ja jetzt so viele News. Seit so die Message Control da ist und seit alles über die Werbung und gibt es dauernd News. Ich war bei der letzten Regierung, was da News waren. 4-mal am Tag waren neue News. Ah, da ist wieder der jüngste Kanzler der Welt ist beim Deal rausgegangen. Dann wieder Breaking News, ist er wieder reingegangen. Und so. Nächste Breaking News, jetzt sitzt er, nein, jetzt steht er, jetzt liegt. Ja, das kommt ununterbrochen, weil die Regierungen müssen jetzt so viel Werbung machen. Das ist praktisch permanenter Wahlkampf. Auch wenn die Regierung im Amt ist, die machen nur Wahlkampf. Also bei der letzten Regierung war es extrem, weil wirklich was weitergegangen ist. Da ist hochwichtige Sachen teilweise. Mir fällt gar nicht alles ein, was da war. Das mit dem Rauchen, was da mal war. Und dann, also war so viel. Ja, das Burka-Verbot in der Kinderkrippe, das haben super. Das habe ich. Ich habe das kontrolliert. Keine Burka, sondern auch keine. Und dann, ja, die Karfreitagsgeschichte, ne, ist ja da, 5 am Tag, nein, der Karfreitag, wir legen ihn am Ostermontag, nein, legen wir ihn doch. Evangelischer sind eh nicht so viel, legen wir ihn, was ich, auf von Leichnam dazu, oder machen wir nur am Nachmittag von 2 bis 3, da ist eh wurscht, oder in der Nacht, dass er war, der Karfreitag. Die meisten Sachen waren mein Auto. Also was dieser Minister, was da der Verkehrsminister, der Autobahnminister war, der war, ich hab so gern Auto. Und der hat so viele Sachen so gern. Und das Tempo 140 war ganz wichtig, war super. Und die haben dann auch so eine Teststrecke gemacht. Und eine Teststrecke waren, glaube ich, 8 Kilometer und 2 Wochen. Und haben gesagt, 8 Kilometer, 2 Wochen, kein einziger Toter. Ich mir dann gedacht, das ist vielleicht die nächste Möglichkeit, wenn man vielleicht macht 800 Kilometer und Tempo 300, da hätten Tote wieder lebendig werden unter Umständen. Da geht die Bertel wieder runter schön vom Baum. Friedhof der Kuscheltiere, grüß euch. Der Gashaxen kommt. Aber ja, die fallen mir nach, der hat die meisten Sachen gemacht. Da ist was weitergegangen, da hat sich was bewegt. Das erste war ja das bei Rot rechts abbiegen, das er einführen wollte. Eine politische Aussage, bei Rot sofort rechts abbiegen. Und das wurde auch. Das haben sie auch durchgezogen. Ja, und dann hat es wieder, und dann beim Abbiegen haben die Lastwagen dann Leute zusammengeführt, haben sie gesagt, nein, einen Abbiegeassistenten, ja, ich habe so gerne einen Abbiegeassistenten. Und
Und immer dann überlegt, wie ist der Abbiegeassistent? Mir ist dann eingefallen, wie die ersten Autos waren in England, wenn ein Auto gefahren ist, hat vorn einer erinnern müssen mit einer Glocken, klingelingeling. Das hat geheißen, Achtung, Auto kommt. Und hinterm Auto hat nur einer erinnern müssen mit einer anderen Glocken, klongelongelong. Das hat geheißen, Auto ist wieder weg. Das ist, die Luft ist rein, nicht weil der Auspuff, aber das Auto ist weg. Und immer denkt, dass der Abbiegeassistent, wenn der Lastler abbiegt, rennt einer daneben und klingelt dauernd. Und wenn der aufhört zum Klingeln, weiß man, der hat ihm jetzt zusammengeführt mit dem Zwilling und der ist jetzt abgepunkt, dass man da. Ja, und dann die ganzen anderen Sachen. Was, die mit den Krankenkassen zusammenlegen, das war eine tolle Idee zum Einsparen. Krankenkassen zusammenlegen, ja, die Einsparung war nur nicht so. Und das haben sie auch nicht alle zusammenlegen lassen. Also die Beamten haben sie gleich nicht zusammenlegen lassen. Legen Sie mal einen Beamten zusammen. Nicht mit dem. Genau. Und die Bauern auch nicht. Knorriger Bauer, das lässt sich nicht zusammenlegen. Aber ein toller Schritt zum Einsparen war die Gesundheitskasse. Das hat mir sehr gut gefallen. Meine, momentan hat es einen Haufen Geld gekostet, ein paar hunderttausend, weil die neuen Schilder über die Gesundheitskasse. Aber das wird einen riesen Einspareffekt haben, die neue Gesundheitskasse. Weil wenn dort einer hinkommt und die sagen, bitte, was kann ich für Sie tun? Naja, ich bin krank. Da sind Sie falsch. Also... Schauen Sie mal, können Sie lesen, was steht denn da? Gesundheitskasse. Ja, ich bin krank. Ja, da kann ich Ihnen auch nicht helfen. Das ist ja eine Gesundheitskasse. Ja, wo soll ich jetzt hingehen? Ich weiß nicht. Kaufen Sie einen Fahrschein 71er, Zentralfriedhof. Vielleicht können Sie in eine Gruft dazu schummen, wenn ein bisschen ein Platzl frei ist. Nein, das war alles auf so einem guten Weg. Und dann diese besoffene Geschichte. Aber man weiß jetzt, wer die Verbrecher sind, die das gefilmt haben, also nicht die geredet haben. Und er hat ja selber auch gesagt, er hat sich das Video selber angeschaut, der Bums, der zack, zack, hat er dann selber gesagt, das bin nicht ich. Also, ich kenne mich nicht, das bin nicht ich. Das bin nicht ich. Und seine Frau hat auch gesagt, das ist nicht er. Weil normal, wenn der Tschech hat, schläft er, jetzt schreit er wie am Spiel. Ja, dann hat es die Regierung zerrissen und dann war kurzes Innehalten. Das war ein Einatmen, ein Ausatmen. Das war wie, wenn im Brot ein Stromausfall ist. Gell? Die Ringel, das ganze Wirbel hört auf, die Lichter gingen aus. Man sieht den Sternenhimmel, es ist still. Nur ganz hinten im Hintergrund hört man leise, das leise Trappeln der unnötigen Polizeipferde, die jetzt auch nicht wissen, wo es hin sollen. Herrlich. Herrlich, ja, und dann eine Übergangsregierung, die macht, was eine Regierung machen soll, regieren, ohne dauernd Liebe zu machen. Das Werbeetat um 98% gekürzt, und es hat funktioniert. Aber es war nur eine kurze Pause, dann ist gleich wieder losgegangen. Zuerst haben die Ringelspiel angefangen, dann das Licht, und jetzt dröhnt stärker noch als vorher. Und das wieder, die neuen Meldungen gibt's wieder. Ja, die Flüchtlingsinvasion, schreit er jetzt, der eine, der Verkehrsminister früher war, ist Flüchtlingsinvasion, weil jetzt weniger kommen. Früher hat es ja Flüchtlingstsunami geheißen, da kommen wir noch drauf zurück. Und der Ex-Innenminister, er reimt wieder. Kickl reimt, der Geistesriese, Sprachgigant und Dichterfürst aus Kärnten. Welches geniale Talent. Ein ganz tolles im Wahlkampf, ein tolles Plakat, habe ich selber gelesen. Ohne uns kippt Kurz nach links. Das reimt sich zwar nicht, aber er hat ja ursprünglich wollte schreiben, ohne uns kippt Kunz nach Lunz. Aber dann sagt er, ja gut, aber was heißt das? Ja, die Trottelmenschen. Ja, und auch der jüngste Kanzler, der ist dann auf die Holzklasse geflogen, also A-Strecken und der Privatjet hinten noch und wegen die Fotografen, dass die Platz haben. Die haben nicht Platz in einer Citation. Ja, wunderbar, wunderbar. Ja, und das Ganze erfahren wir ununterbrochen. Das ist wie dem Material im Hirn. Das ist wie ein PU-Schaum, der uns das Hirn lähmt. Das ist, anders gesagt, es wird uns permanent ins Hirn geschissen. Und jetzt ist es bei Menschen so, der Mensch kann ja muskulär die Augen schließen. Was wir nicht können, ist muskulär die Ohren verschließen. Das kann die Wedellrobbe, aber die ist ganz woanders. Und jetzt will man sie innerlich säubern von der ganzen Scheiße. Und in Brasilien gibt es so ein Ritual, dort nehmen sie irgendeine Droge zu sich und speiben wie die Reihe 14 Tage.
Das Problem ist, mein Hirn kann man nicht speien. Das ist das. Und vielleicht hat man doch dieses, ich nenne es weiter in MySpace, auch wenn es ein MyPlace-Container ist, dass man den leer lässt, dass man alles hinter sich lässt, das Eigenheim und das Gewand vom Leibreis und das dazu zum Schluss das Handy dazu hat und da geht man nockert in den Container hinein und ist endlich frei. Oder sterben kann er da. Hier bin ich wieder, Lazarus, von den Toten auferstanden. Ich war jetzt 25 Minuten tot, bin aber nicht verwest durch die Föhnbohrenheideln mit dem Brezatz. Wie ein eingesalzener Kadaver. Ja, weiter geht's im Programm. In der Programmerarbeitung, die ja sehr intensiv ist, immer mit meinem Team und mit mir, da sind mir halt so Überschriften ins Auge gesprungen. Und das eine Mal, in seiner Bahnsteigverschmutzungs-Boulevardzeit. Förderdschungel, 18 Milliarden. Bumm, haben wir den. 18 Milliarden Förderdschungel, das interessiert mich jetzt. Und habe dann geschaut und habe es gesucht im Artikel, aber habe sie nicht gefunden. 18 Milliarden verschwunden im Buchstabendschungel des Boulevards. Aber vielleicht oft steht das nur oben, nicht? Dass man sagt, Förderdschungel, das sind Leute, die sagen, ja, das ist die 18 Milliarden. Wenn man eine schreibt, wo die hingingen, dann war es einer gar nicht zurecht. Wenn man die Kronenzeitung kriegt, was die landwirtschaftliche Industrie kriegt. Nein, man schreibt Förderdschungel, 18 Milliarden. Da denken sie dort nur die Frauenhäuser wahrscheinlich, die Hunde. Allein 12 Milliarden die Frauenhäuser, nicht? Und die anderen, na Wahnsinn. Oder dann war häufig war zu lesen, ÖVP, man hat das schon vergessen. Ich habe ja lange nicht gewusst, wie die Partei jetzt heißt, nicht mit der anderen Farbe. ÖVP, war das jetzt neu oder was? Aber dann ist die Überschrift, steht oft ÖVP und ist immer gestanden, Opfer eines Hackerangriffs. Das war ganz interessant. Immer wenn es einen ein bisschen eingezogen hat, wenn es nass reingegangen ist, hat der Hacker wieder zugeschlagen. Der spürt. Der spürt die Schwäche, nicht wie ein Raubtier, Tigerzelle, die hatscht. Nein, der Hacker hat wieder angegriffen und hat so und so viel Terabyte nach Paris gebracht und so weiter. Gut, abgesehen von den Gigabyte CO2, was er Oma gesagt hat wahrscheinlich. Aber, und dann hat man gehört immer Angriff auf die Demokratie. Und man denkt, der Kickl? Nein, da ist nicht vom Kickl die Rede, sondern der Kickl hat das gesagt. Also wenn man den Kickl angreift, ist es ein Angriff auf die Demokratie. Gott soll abhitten. Aber solche Sachen werden erfunden von PR-Menschen. Die wichtigsten Menschen heutzutage, die sind die Titelgeneratoren, die Überschriftler, die Schlagzeiler. Und die haben so Sachen, da weiß der Mensch nicht, wo es das heißen soll, aber es weckt Emotionen. Zum Beispiel Reformstau ist oft geschrieben worden, der Reformstau. Da haben die Leute gesagt, na genau, auf der Tangenten steht ja jeden Tag. Das ist auch ein Scheißstau, ne? Der Reform ist auch Stau. Der Reformstau, da gehört auch eine Bewegung irgendwo. Da war die. Oder die böseste Wortschöpfung war Flüchtlingstsunami. Und das geht deswegen ein, weil die Leute heute wissen von allen Katastrophen, wie die tatsächlich aussehen. Weil es ist so, dass die Leute gegenseitig oder selber filmen in der Katastrophe. Abstürzendes Flugzeug, die filmen sie noch selber und vor dem Aufprall schickt das noch weg. Jetzt wissen alle Leute auf der Welt, wie es ist, wenn man mit dem Flugzeug abstürzt. Oder ein Auto zusammenstoßt. Und dann natürlich Tsunami, das wissen sie auch, das haben sie alle gesehen, weil die gefilmt haben, da kommt die Welle und dann reißt den Sand mit und die Palmen und Autos und Tische und Leid und was weiß ich, Katastrophe. Jetzt wissen alle, wie ein Tsunami ausschaut und dann sagt einer, Flüchtlingstsunami. Jetzt stellen sich die Menschen vor, das ist wie der Tsunami vom Meer, nur statt dem Wasser Flüchtlinge. Also noch viel Ärger, das reißt ja das Gewand vom Leib. Also das ist ein Hackerattacke auf die Demokratie oder Wahlzuckerl.
immer wenn ärmere Leute irgendwo was kriegen oder was beschlossen wird für ärmere Leute, da steht sofort Wahlzuckerl. Naja, da ist wieder ein Wahlzuckerl. Aber wenn zum Beispiel der Herr Bierer von KTM, der Großspender, der hat sehr viel gespendet für den Basti, und der, wenn der für ein Motorradlmuseum 6 Millionen kriegt, dann ist das kein Wahlzuckerl. Na gut, das ist zu groß für ein Wahlzuckerl. Nicht? Für eine Stimme, 6 Millionen. Ja, aber solche Worte machen sich gut in Überschriften. Nicht? Das, Wahlzuckerl, ein Wahnsinn, sagt der kleine Bürger, ein Wahnsinn, das Wahlzuckerl, und das wieder Wahlzuckerl verteilt, haben wir wieder Schulden. Ja, aber das macht sich gut in Überschriften. Da brauchst du dann gar keinen Artikel oft mehr. Und ganz wichtig sind sie in dieser Propaganda, dass immer wieder so Worte vorkommen oder Begriffe, aber eigentlich ohne Inhalt, so wie mit Asian, Ocean oder Ocean endend. Also, wie ist Motivation, Solution oder Innovation, Relation. Also oft in einem Firmennamen. Weil früher war ja alles zum Beispiel ein Schlüsseldienst, Aufsperrdienst. Also wir kommen, treten Tiere ein, machen Fenster kaputt und Schloss. 800 Euro. Jetzt steht dort Key Solution. Wir kommen, treten Tiere ein, machen Fenster kaputt, Schloss auch. 2000 Euro. Aber es ist eine Solution. Jeder Schatz ist es. Früher hat der Schuster einen Schuh gehabt, heute sagt er Soul Solution. Und Motivation Solution. Wir haben hier die Innovation, da ist eine Solution. Wir brauchen eine gewisse Relation. Und ja, es gibt auch über Motivation Trainer in Coaching Seminaren. Die Firmen schicken die Leute über auf Coaching Seminare, das Wissen wird die anderen besser bekämpfen können, wie jeder für sich gegen die anderen arbeitet. Motivation im Coaching. Die Firmen schicken die Leute hin, jetzt müssen ja die Wellnesshotels auch voll werden, da sollen die Betten nicht leer bleiben. Und da hat sich das auch geändert. Früher war es so, Morgensport hat der Hoteltrainer gesagt, morgen um 6 Uhr früh, wir treffen uns in der Taunussenwiesen, und rein wir 5-6 Kilometer, bis euch das Zingerl oberhängt, bis zum Brustbein. Heute heißt es, um 6 Uhr früh, wir treffen uns am Brunnen, zur Motivation. Wir haben hier ein Szenario, Karl muss Peter besiegen, aber nur im Geiste, ja. Dann drehen wir es um. Peter unterwirft sich aber erst nach einem Kampf. Ja, nicht körperlich. Aber, ja. Dann drehen wir es um und motivieren Petra. Petra wird motiviert. Petra tötet im Geiste Franz. Franz läuft davon. Franz! Er läuft davon. Ja, er hat das zu ernst genommen. Franz ist nicht motivierbar. Leider, leider. Franz hat... Und das machen alles ausgebildete Menschen. Die werden ausgebildet in diversen Schulen. In St. Pölten, in Großmugel, auch Kleinmugel, Schaas-Klappersdorf und so weiter. Das sind besondere Schulen, die heißen, das ist nicht Postgraduate, das ist das andere. Das ist das FH für den Hugo. Marketing und Communication, FH. Also da lernen die, es muss positiv sein, aber inhaltsleer. So wie die Überschrift und kein Artikel dahinter. Inhaltsleer, damit man sie nicht festlegt. Na, da bist du gleich im fetten Abfall drinnen. Ohne Inhalt, das ist mehrheitsfähig. Ich muss ja gestehen, ich habe auch einmal mich über die Runden gerettet, inhaltslos, aber nicht um andere zu beeinflussen oder Desinformation zu machen. Es war im Zuge meines schon vorhin erwähnten Studiums, und das ich nicht abgeschlossen habe, aber es war eine Klausurarbeit in Entwicklungspsychologie bei Frau Professor Bayer-Klimpfinger, wir nannten sie Märchentante, weil sie auch sehr unterhaltsam vorlesen konnte. Da ist viel geschlafen worden. Aber im knorzerten 41er Hörsaal war diese Klausur und ich bin hingegangen, ich habe null Ahnung gehabt, aber ich den Zettel braucht, bin ich halt hingegangen einmal und bin dann ohne Wissen da drin gesessen und habe dann beschlossen, super Idee, unleserlich zu schreiben. Es ist nicht leibend. Also die erste Seite geht, aber dann musst du ja noch 7 Seiten schreiben und dann musst du das musst du ja fortsetzen. Also lernen war leichter gewesen. Jetzt habe ich da... Wenn man sich vorstellt, die Sumerer und braucht 400 Jahre, bis die Keilschrift erfunden haben, ich habe das in 3 Stunden hingefilbert dort. Das abgegeben und dann
war mein Name am schwarzen Brett in der Liebiggossen im Psychologischen Institut. Herr Kollege Resetal, jetzt bitte zu Frau Professor Bayer-Klimpfinger. Bin ich zu ihr ins Büro und sie so, bitte nehmen Sie Platz, Herr Kollege. Ich sage, Herr Kollege, ich habe da Ihre Arbeit vor mir. Ich muss Ihnen gestehen, ich kann es nicht lesen. Ich sage, na, das erstaunt mich aber. Ich sage, ja, ja, darum habe ich ja hergebeten, vielleicht können Sie mir, vielleicht können Sie es lesen. Ich sage, na, jetzt kann ich es auch nicht mehr lesen. Vielleicht, Sie sind ja selber Psychologe, durch die Aufregung möglicherweise. Ich habe alles gewusst, aber da hat es mir die Hand verkrampft oder sowas. Also, lassen Sie mich nochmal schauen. Nein, ich kann nichts entziffern, unglaublich. Sagt ja, Herr Kollege, ich kann das schon verstehen, aber Sie müssen mich auch verstehen, da kann ich Ihnen nur ein befriedigend geben. Sag ich, das sage ich, das schmerzt zwar, aber ich sehe es natürlich ein, ja, und ich danke Ihnen auch für Ihr Wohlwollen und Ihre Nachsicht. Und dann entlässt sie mich und wie ich weggehe, ruft sie noch, aber wissen Sie, Herr Kollege, da können Sie nicht bei mir dissertieren. Sage ich, das tut jetzt wirklich weh. Und bin auf den Gang verschwunden. Ja, aber bei mir ist es so, der Alsberger erinnert sich an sehr viele Sachen aus dem vorletzten Wahlkampf sogar. Also nicht der letzte, der vorletzte noch. Der National, das war, da ist ja, boom, das war ein Wahlkampf. Da haben sie ordentlich ein Geld in die Hand genommen, also unser Geld. Haben wir fest überzogen, da haben wir gesagt, da haben sie einig gehabt, das gewinnt. Also das war wie wenn Real Madrid gegen Wipfing spielt. Also ein Muss-Sieg. Und da waren Slogans auf die Plakate. Ich war damals auf Tournee. Überall hat man die Plakate gesehen. Überall, das war wie ein Daumenkino, wenn man gefahren ist. Brrr, erfrischend neu ist oft gestanden. Da habe ich einen alten, also nur älter als ich, zu einem anderen gesagt, jetzt mache ich einen neuen Almdudel oder was, einen neuen gemacht. Erfrischend neu. Almdudel erfrischend, aber neu jetzt, mit einem Heidelberg-Geschmack oder was. Häufig ist gestanden auf den Plakaten, neue Gerechtigkeit. Und einer gesagt hat, ja, super, die Gerechtigkeit ist jetzt nein, nein, die alte war mir eh schon fad. Ach so, hat es eine alte gegeben? Ja, die war total ungerecht. Ich bin ja jetzt schon sehr gespannt auf die neueste Gerechtigkeit. Da freue ich mich schon drauf. Und oft ist gestanden auch in die richtige Richtung. Ich war auf Tournee, da also haben wir geschaut, okay, aufs Navi geschaut, richtige Richtung, Richtung Osten, ins Orbanland unterwegs. Zum Teil waren ja, ich wohne in Tulln, da sind sehr viele Kreisverkehre. Also manche Menschen wohnen im Kreisverkehr in der Mitte auch. Und die waren alle mit Wahlplakaten zugepflastert. Und ich bin selber einmal, ich bin eine Dreiviertelstunde aus dem Kreisverkehr nicht rausgekommen. Bis mir dann einer geschrien hat, beim 7. Strache rechts raus. Das hat mich gerettet. Dann hat es ein Plakat gegeben, also wichtig ist eben voran wichtig, was die Richtung, also Viere geht's. Ich habe einmal so ein Richtungsdilemma gehabt, als muss ich nur nebenbei erzählen, im Südburgenland in der Nachbarortschaft von Stenaz, deutsch sprechende Ortschaft, und als junger Bub bin ich gestanden mitten auf der Straße und ein Gendarm wollte mich dort wegkommen und hat gesagt, was ist da, gehst du jetzt um mich oder um? Sag ich, na, das ist jetzt schwer. Also, Viere, okay, in die richtige Richtung. Aber es gab bei dem Wahlkampf auch einen widersprüchlichen Slogan, der gar nicht so ungefährlich war. Da ist gestanden, Österreich zurück an die Spitze. Zurück ist ein gefährliches Wort, überhaupt in einem Slogan. Österreich zurück an die Spitze. Ich habe mir vorgestellt, wenn da könnte ja Fürchterliches passieren. Ein Plakatierer hat einen Bogen plakatiert, dann macht er Mittagspause, isst sein Leberkäse, trinkt sein Bier, sitzt auf den Stockerl, kommt der Passant vorbei, liest es und sagt, bist du Depper, was steht da? Österreich zurück? Was? Österreich zuerst, nicht zurück? Sag einmal, was plakatiert? Warte ein bisschen, ich bin ja noch nicht fertig. Da ist der zweite Bogen, der ist schon eingewagt, der ist schon Österreich zurück, an die Spitze, an die Spitze. Ah, da bin ich beruhigt jetzt, na, da bin ich beruhigt, ja. Und kommt dann noch was? Nein, das war's dann. Mhm. Wann war denn das? Was? Na, das mit der Spitze. Ja, wie wir Omen waren. Omen. Drümen, herümen, Omen. Was jetzt an? Cordoba. Nein, nicht da. Aber fast, eine kurze Spitze. Nein, ich weiß schon, wann es war. 1956, der Toni Seiler.
Der hat alles gewonnen. Da waren wir wirklich spitze. Und ein fescher Bursch. Der ist auch fesch da am Plakat. Was macht der für einen Spurt? Was hat der gewonnen? Das ist kein Sportler, das ist der Kanzlerkandidat. Ach so. Fescher Anzug. Jo. Schlimmfit. Aber der Passant ist beruhigt und es geht weiter. Trotzdem, es bleiben Fragen offen. Ich habe mich gefragt, wohin zurück? Was machen die mit zurück in die Zwischenkriegszeit oder was? Ja, aber besser ist, man lässt es zurück aus. Fuhren wie man sei, wurscht bei was. America first, Österreich zuerst. Und damals der jüngste Altkanzler, der jüngste Altkanzler ist er jetzt, oder damals war er der jüngste Jungkanzler. Und der war wirklich vorn. Also fotomäßig war der vorne in dieser Boulevard, Bahnsteig-Boulevard-Zeit, die sich Österreich nennt. Das hat ja ausgeschaut wie ein Panini-Album damals. Mit einem einzigen Spüler. Basti, vom Gullmann bis zur Sturmschwitze. Und ich muss ja sagen, die haben dann Ideen gehabt, auch Heiligenbilder zu verteilen mit seinem Heiligenschein. Und haben es dann eh in der Stadthalle gemacht, aber ohne Bilder. Und eins rechne ich ihm hoch an, der hat das alles ohne, keine Werbung gemacht. Weil, ohne Werbung, macht auch nicht Werbung. Es hat ja Anfragen gegeben. Ja, die wollten, dass er am Kragerl KTM da stehen hat, weil der so viel gespendet hat, der Bierer. Und die Paar wollte auch, die haben auch viel gespendet, dass er einen Schallstar als Hut auf hat. Also, baut mit Paar. Nein, das hat er abgelehnt. Und sie haben auch gefragt, du könntest du vielleicht beim Staatsbesuch, beim Abschreiten der Ehrenkompanie am roten Teppich mit einem orangefarbenen Moped vorfahren und einen Willi machen vor der Ehrenkompanie. Und dann hinten angerisseln und KTM herzeigen. Nein, hat er gesagt, das macht er nicht. Dann haben sie sich halt mit dem 12-Stunden-Tag zufrieden geben müssen. Aber, und die haben ja auch gesagt, schau her, alle sind zufrieden mit dem 12-Stunden-Tag. Sag ich, wo werden? Ja, da eine Umfrage hat das ergeben. Sag ich, wen haben sie gefragt? Na, die Wirtschaftskammer. Ja, klar, die wollen. Ach so. Aber eins, weil ich den Herrn Bierer von KTM erwähnt habe, der ist ja, das hat mich so berührt. Ich bin also mit Öffis gefahren und da ein einfacher Mann, offenbar von der Arbeit kommend, liest das ein Ding. Und da ist Ding gestanden, der Herr Bierer ist jetzt unser neuester, frisch gebackener Milliardär. Wir haben einen Milliardär mehr als vorher. Und der Mann war so gerührt, der hat die anderen Leute, und schaut's her, stockfrei mit, der Bierer ist Milliardär. Das ist mir die größte Freude. Am liebsten hätte ich noch zwei, drei Milliardäre, das neu war. Und Rapid geht's auch halbwegs gut. Der schönste Tag in meinem Leben, dass der Bierer jetzt endlich auch Milliardär geworden ist. Ja, das war, und der hat ja seine Spende schon lange drinnen. Und da waren interessante Sachen. Die Leute waren alle ganz narrisch mit diesem jüngsten Kanzler. Manche haben gesagt, einer, der unsere Sprache spricht. Und da habe ich nachgeschaut, wer das sagt. Die Werbeleiter haben das gesagt. Ah, der spricht unsere Sprache. Okay. Aber auch einfache Menschen, von denen habe ich gehört, der redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Und ich habe gesagt, nein, der redet, wie den anderen der Schnabel gewachsen ist. Den anderen ist der Schnabel gewachsen und er muss das dann so reden, wie sie ihm das sagen. Dass er das dann nicht irgendwas Falsches sagt. Nein, die anderen haben. Man muss viel reden, ohne was zu sagen. Das ist nicht so einfach. Sie haben es ihm anfangs auch nicht zugetraut. Da wurde ihm ja dann ein Regierungssprecher zur Seite gestellt, der Herr Lansky Tiefenthal. Und ich habe mir gedacht, stell dir vor, wenn der Lansky Tiefenthal die Kinski Hohenberg heiraten wird, dann heißt er die Lansky Kinski Tiefenthal Hohenberg. Also landschaftlich einiges abgedeckt. Wenn du noch Großglockner Attersee dazu hast, hast du topografisch ganz Österreich drinnen. Aber der Basti hat dann schon sehr gut so reden können, wo er nichts sagt, dass der gar nicht sprechen hat müssen, der Regierungssprecher. Der wurde dann umbenannt in Regierungsschweiger, musste aber immer in der Nähe stehen, wenn der jüngste Kanzler geht und hat immer so gemacht. Das heißt, da hat er recht. Aber er darf es nicht sagen, weil er der Regierungsschweiger ist. Ich weiß nicht, wo der jetzt schweigt. Der wusste, vielleicht kriegt er ja Pension. Aber da waren so interessante Sachen. Da hat dieser jüngste Kanzler, der hat damals im Wahlkampf auch was gesagt, was mir entgangen war. Der hat gesagt, 2015 war ein Katastrophenjahr. Das ist schon interessant, das zu hören. Und er hat gesagt, 2015 war ein Katastrophenjahr durch schlechte Außenpolitik und schlechte Migrations- und Integrationspolitik. Und da hat er mir gefragt, aber Sie waren doch in der letzten Regierung und zwar zuständig für Außenpolitik, Integrations-
und Migrationspolitik. Ja, aber ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ja, der hat die Balkanroute dreimal in der Woche geschlossen und der Retter Europas. Und dann ist der Reformzug dahin gebrauset. Und vor allem das Wichtigste war die Ansage, der Gönnerstaat muss eingedämmt werden. Wir dämmen den Gönnerstaat, also nicht seine Gönner, die haben wir für die Heidehorten, der hat dann nur gesagt, Heidelein, nicht alles auf einmal. Ja? Machen wir einfach 49.000 im Monat, das läppert sich zusammen. Ich bin ja noch jung, Heidi Putzi. Nein, er meinte in Gönnerstadt, man muss die Zuwanderung ins Sozialsystem stoppen. Und das war wirklich eine Katastrophe. Ich habe mir das ja angeschaut. Da ist so viel Geld verloren gegangen durch diesen E-Card-Missbrauch. Es hat auch die FPÖ dann das Video gemacht, Pech gehabt, Ali, weil der Ali mit Hussein seiner E-Karten da das Wimmerl ausdrucken gegangen ist und sich gleich eine neue Kniescheibe einbauen hat lassen und so weiter. Katastrophe. Es sind viele türkische Frauen mit der Karten vom Mann, mit der E-Card ins Spital, haben sie Prostata operieren lassen und sehr viele diese kostspielige Penisverlängerungen etc. Das war wirklich eine Katastrophe. Jetzt habe ich das recherchiert und tatsächlich gab es 2018 in Wien 4 Fälle von E-Card-Missbrauch. Riesenschaden, 588 Euro. Also als Werbemenschen, wir sagen praktisch 600, kann man sagen 1000, sagen wir ein paar Tausend, ja. Und interessant war, ich habe es recherchiert, hauptsächlich waren es Deutsche, also 3 von den 4. 3 von den 4 waren Deutsche. Naja, da war ein dringender Handlungsbedarf gegeben für die Sozialministerin. Die hat gesagt, da müssen Fotos auf die E-Card drauf, dass das dort verhindert wird. Pech gehabt, Horst Friedrich. Jetzt wird es nichts mit der neuen österreichischen Leber. Wobei, ich muss sagen, bevor ich mir eine gebrauchte österreichische Leber einbauen lasse, reise ich lieber eine Bangel. Aber man hätte es ja auch so machen können wie bisher, E-Card und Ausweis dazu. Nein, da hat die Ministerin gesagt, das wollen wir den Leuten ersparen. Und das finde ich auch okay. Der sagelt sich die Hand da mit der Kettensäge, da bliert es als wir. Und jetzt kommt er in der einen Hand oder die E-Card und mit der angeschnittenen, blutigen Hand soll er in der Arsch tauschen seinen Personalausweis. Und das wollen wir Ihnen ersparen. Dann machen wir jetzt um 18 Millionen Euro Fotos drauf. Ah, da ist schuld, ist uns gefragt. Ja. 600 Euro gegen 18 Milliarden. Aber bei der Gerechtigkeit darf man nicht sparen, habe ich oft gehört. Und jetzt kommt der wichtigste österreichische Satz seit Jahrhunderten, hört man den immer wieder, weil wie kommt denn der andere dazu? Wie kommt denn er da, wie kommt denn sie dazu, wie kommt denn ich da dazu? Wie kommen wir da dazu, wie komme ich da dazu? Der Automechaniker bei der Kupplung, die Kupplung, da komme ich schwer dazu, da kommt keiner dazu. Dann kommt einer dazu, kommen Sie da dazu? Nein, da kommen wir auch nicht dazu. Da kommt keiner dazu. Wie kommen wir dazu? Wie kommt denn er dazu? Wie kommen wir da dazu? Jo, es geht um Gerechtigkeit. Und dann haben sie gesagt, Arbeit soll sich wieder lohnen. Aber nicht, indem man den Lohn erhöht, sondern indem man, indem man die Mindestsicherung und so weiter, das wieder, also indem man das kürzt. Schau, wenn einer neben mir steht, ja, gleich groß, dann sage ich ihm, oh, bei den Knien, bin ich automatisch größer, ohne dass ich gewachsen bin. Man hat ja einiges geändert. Früher hat man immer gesagt, Existenzminimum. Das sagt man jetzt nicht mehr. Der Existenzminimum ist ein gefährlicher Begriff. Minimum, Existenzminimum hat das Minimum, das nötig ist, um existieren zu können. Ähnlich wie Sauerstoffminimum. Es gibt einen Pilotentest, den habe ich vor Jahren einmal gemacht. Also ein Druckkabinen- und Sauerstofftest, da sitzt man in der Kabine und wird der Sauerstoff reduziert. Man muss während des ganzen Tests muss man Rechenaufgaben lösen und Fragen beantworten. Und je weniger Sauerstoff man hat, desto bläder wird man, aber auch lustiger. Man ist sehr gut gelaunt. Man gibt fröhliche Antworten, 4x4, Hallo, da, Pipi Maus oder Wurzel aus dem Kriegsi, Kraxi, Butter, Haxi. Und dann ist ganz wenig Sauerstoff, dann stirbt man, aber es ist ein herrlicher Tod. Immer von Leuten erzählen lassen, die so gestorben sind, die haben gesagt, am liebsten sterbe ich nur einmal, weil es so schön ist.
Der Tod durch Sauerstoffmangel. Wunderherrlich. Da möchte man dauernd nur mehr sterben. Ja. Und jetzt haben wir gesagt, da sagt man nicht mehr Existenzminimum, sondern Mindestsicherung, weil die kann man bestimmen, wie viel die ist. Und das ist auch viel gescheiter. Das ist eine viel bessere Geschichte, die Mindest. Und das hat auch diese Sozialministerin, die hat ja auch gesagt, die ist jetzt keine Ministerin mehr, aber ich mache mir keine Sorgen um sie. Weil sie hat damals schon gesagt, man kann von 150 Euro im Monat gut leben. Also da geht es ja sicher gut jetzt. Weil 150 Euro, da ist so viel geschimpft worden auf sie. Ich muss sagen, ich habe mich auch über sie dahergemacht und lustig gemacht. Da muss ich Abbitte leisten, weil sie hat natürlich recht. Sie hat gesagt, wenn die Wohnung da ist, also wenn die Wohnung da ist, ist ja alles da. Nicht? Wenn die Wohnung da ist, ist ein Fenster da, eine Tür da, ein Fußboden da, ein Plafond da. Da ist eine Küche da, da ist ein sicher Essen da in der Küche, ein Kühlschrank da mit einem Essen drin, da ist eine Waschmaschine da mit einer Wäsche drin, sonst hast du schon nicht Waschmaschine, und ein Kleiderschrank mit Kleidern drin, eine Warmwasserleitung mit Warmwasser drin, eine Kaltwasserleitung mit Kaltwasser, ist ja alles. Da sind 150 Euro fast zu viel. Da hast du noch ein Budget für Kultur, einmal im Monat Kasperltheater am Stehplatz. Also. Und sie hat ja auch gesagt, ich bin die Wärme. Jetzt wurde sie im vergangenen Winter immer wieder von alleinerziehenden Müttern eingeladen, denen man die Fernheizung abtrat hat, dass sie die dann in die Wohnung kommen und danke, das kommen von mir, ist ja so warm, schauen Sie, meine drei Buben, der Jüngste, der nur mehr 42 Euro wert ist im Monat, der schwitzt direkt schon, ja, wilder Teufel. Gehen Sie vielleicht zu meiner Freundin rüber, der haben Sie auch die Heizung abdreht und da hat die ganz viele alleinerziehende Mütter aufgewärmt und das war eine tolle Geschichte. Es ist halt so, wenn man das Sozialsystem angreift und attackiert und reduziert, dann werden die armen Leute immer ärmer. Das ist die negative Meldung, die gern von uns Linken so angewendet wird. Man muss aber auch das Positive sehen. Die Reichen werden reicher. Also warum nicht das Positive, wo man sagen, schön, die Reichen werden reicher. Ja, die Armen werden ärmer, Pech gehabt. Aber die Reichen werden reicher und die können dann spenden. Zum Beispiel Heidi Horten hat sich mit ihrer Händearbeit sehr viel Geld geerbt und die will das auch loswerden, indem sie spendet. Und sie könnte auch Steuern zahlen. In unserem kommunistischen Nachbarland, also ist auf Pol Pot-artig kommunistisch, die Schweiz, die haben ja dort Erbschaftssteuer und Vermögensteuer. Und die können sie auch dort hinzahlen. Aber nein, das möchte sie nicht, da zahlt sie es lieber, spendet sie es. Das ist ihr viel lieber so. Und dann hat einer gesagt, niemand wird Millionär, nur weil ein Reicher mehr Steuern zahlt. Ja, das stimmt. Man ist ja bisher falsch vorgegangen. Man muss die Leistungsträger fördern. Hunderttausende Menschen erbringen eine Leistung, die liegt dann umeinand und die muss einer wegtragen. Der braucht eine Kraft, der Leistungsträger. Also das ist ja schwer, so viel Leistung, ja, dass das tragen kann. Die Leistungsträger muss man fördern, nicht die Krankenträger und die Altenträger. So ein Alter hat ja kein Gewicht, da haben wir rechts und links eine auf die Schulter, rauch eine und hupf auf einen Haxen davon. Das ist ja... Nein, und darum ist es auch unfair, den alten Pflegerinnen so viel Geld zu zahlen. Das hat man eh schon, man hat das eh schon gekürzt bei der Kinderbeihilfe, weil die Geschroppen in Rumänien sind, dann kürzt man das, weil in Rumänien ist alles billiger. Die haben unsere gebrauchten Pampers, die noch warm sind, das kostet ja nichts da drin. Und das Milupa, das ist so ein Bugelschad, also man, was soll das? Das ist ja extrem billig dort alles. Man, sie zahlt zwar da die Abgaben, aber es geht um die Gerechtigkeit. Und wenn sie die Frauen deppert spülen, dann wird bald schon ein Roboter einspringen, der Pflegeroboter. Ich habe da eine Idee gehabt, den Roboter-Staubsauger umzubauen. Ein bisschen Hardware, ein bisschen Software. Ich habe den sehr früh schon als Early Adopter gekauft, einen Roboter-Staubsauger vor Jahren schon. Und habe da schon meine Erlebnisse gehabt. Also es war eine Beta-Version. Ich liege oft gerne am weichen Teppich und lese ein Buch. Da bin ich eingeschlafen einmal und... Und der hat mich mit einer Lurchmaus verwechselt. Ich glaube, ich bin ein Lurchknädel, ein großer. Der hat sich eh gewundert, der Staubsauger, na, sehr, aber so wie den da zahlt. Und hat schon beim Socken angefangen. Den Socken hat er mal schon runtergesackt. Da habe ich Gott sei Dank noch Wicker drin. Da die anderen Lurchmäuser nicht, ich bin kein Lurchmaus, der da. Und der lässt sich ganz leicht umbauen, wie schon gesagt. Und dann wird es so sein, der Pflegefall liegt dann in Zukunft alleine in der Wohnung, damit dem niemand am Hammer geht. Er liegt im Pflegebett und der Roboter-Staubsauger saugt Lurchmäuse. Der ist so flach, damit er auch unter den Kasten kommt und dort die versteckten Lurchmäuse erwischt. Und dann stellt er um auf Pflegemodus. Dann fährt er zum Pflegebett hin,
Dann ist ein Pflegeroboter. Vor der Plattform aus, auf Betthöhe und dann zwei Greifarme. Und dann rollt er den Pflegefall auf diese kleine Plattform. Die ist eine kleine Plattform, der hängt vorne und hinten runter, aber wurscht. Und dann fährt er mit dem Pflegefall ins Pflegebadezimmer, fährt er zur Wand, da dreht sich automatisch das Licht auf und es beginnt die Pflegedusche automatisch den Pflegefall abzuduschen. Zuerst warm, das gefällt ihm. Und dann eine leichte Kirchereinstellung, damit er auch in die schwer zugängliche Arschfalte hineinkommt. In die runzlige Arschfalte. Und dann duscht er den ab und der Pflegefall ist ganz glücklich. Und dann wird er kalt aufgestellt. Und dann föhnt er ihn auch, weil das ja auch ein Föhn ist, der Staubsauger. Und föhnt er den Pflegefall. Und der Pflegefall ist ja vorm Duschen, also der ist ja eingewickelt in eine Endlosfolie. Das ist so eine Folie, wie das, wo die Geschirrspültabs drinnen sind. Und durch das wird er auch eingeseift, wie gesagt, auch in allen Falten. Und dann föhnt er und dann fährt er wieder aus dem Badezimmer raus, der Pflegeroboter, im Retourgang. Daher muss er piep, 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 damit er nicht irgendwo zusammenfährt, eine Maus oder sonst was. Und dann fährt er wieder zum Pflegebett hin, rollt den Pflegefall runter, Endlosdecke und dann wird er wieder ein Staubsauger. Und saugt wieder Lurchmäuse. Der Vorteil ist, so ist die Empathie völlig draußen aus der Pflege. Der hat keine Empathie, der investiert und rechnet und kalkuliert. Und wenn es zu teuer ist, dann weiß das der Roboter, dann entscheidet er selber, das ist zu teuer. Dann gibt es Euthanasie ohne Ei. Also einfach, dann, der Patient wird an Amazon geschickt und dort weggekaut. Und der Pflegeroboter bietet sich selber auf eBay zum Kauf an. Das wird noch dauern, bis es soweit ist. Bis dahin werden weiterhin unsere Frauen in der Familie die Pflege daheim übernehmen. Die sind das seit Jahrtausenden gewöhnt. Nein, das machen schon unsere Frauen in der Familie. Das würde ihnen direkt abgehen, wenn sie in der Familie nicht die Pflege übernehmen würden. Unsere Frauen zu Hause. Hat auch die Frauenministerin gesagt, die neue Frau soll putzen wie die alte Frau. Also nicht wie die alte Frau, sondern wie die alte Frau, wie es eine junge Frau war. Also die neue Frau soll putzen wie die alte Frau, wie sie eine junge Frau war. So die neue Frau putzen, also wie die alte Frau eine junge Frau war, mit den dreckigen Wangen, bis dann gerettet worden ist vom George. Und ja, das ist schon eine tolle. Das klingt natürlich alles recht hart und brutal und grob, aber es darf keine Denkverbote geben, hat der Ex-Innenminister auch gesagt zum Thema Menschenrechte. Human Rights Limited, das kann man alles ein bisschen zwicken und zuzwicken und runterzwicken. Man muss in die Zukunft denken. Auch im Straßenverkehr. Das selbstfahrende Auto wird kommen. Das ist ein unumgänglicher Weg, den wir gehen müssen. Da ist ein Algorithmus einprogrammiert, der entscheidet anstatt des Fahrers, wie sich das Auto zu verhalten hat, auch im Katastrophenfall. Es gab ja die Testläufe schon in den USA von selbstfahrenden Autos. Gab schon einige tödliche Unfälle. Interessanterweise waren das alles dunkelhäutige Menschen, die getötet wurden von selbst. Naja, gut, ist ja nicht rassistisch, aber man sieht einem schlechter. In meiner Kindheit haben sie gesagt, 5 Neger im Tunnel, ha, ha, ha. Ja, aber es hat, ist was Wahres auch dran. Ne? Der sieht den nicht, dann führt er zusammen. Ja, was soll er machen? Nein, es muss ja auch programmiert werden, was das Auto im Katastrophenfall macht. Bremsversagen oder was weiß ich. Also ich hab, mein letztes Auto war ein Volvo, der hat das schon, war ein Vorläufer. Also der, wenn der Menschen gespürt hat, ist der gar nicht gefahren. Also der hat 30 Meter im Umkreis Menschen hat er genau da. Hat man zwar die Stereoanlage auftritt, Heizung und alles, und, aber nein, fahren. Wie ein Bock ist er gestanden. Ja, naja, aber es muss, wie gesagt, dieser Algorithmus muss auch auf den Katastrophenfall reagieren. Bremsversagen, ein Felssturz irgendwo, die Ampel schaltet falsch oder was weiß ich. Da muss das Auto in der Not natürlich für Fußgänger bremsen, aber jetzt wie und wo und wo. Ich habe zum Beispiel beim Bundesheer, ich war sehr, sehr, sehr alt schon, ich war spät beim Bundesheer und habe einen jungen Wehrmann da auch gehabt, der ist mir wahnsinnig am Hammer gegangen. Der war der Meinung, dass ich alles weiß. Er hat mich mit Gott verwechselt und hat mich auch dauernd gefragt und ich musste dauernd ihm irgendwelche Antworten geben. Und zwar jede Frage hat er eingeleitet mit Herst, Herst. Und Herst, Herst. Wenn du fährst auf einer Gebirgsstraße, ja, und es ist ein Felssturz, was machst du? Fährst du in den Felssturz rein oder haust du in die Schlucht oben? Sag ich weiß nicht, ich fahre nicht auf einer Gebirgsstraße. Herst, Herst, aber wann es war, sag ich, lass mich bitte
in Ruhe. Aber es stellt sich natürlich die Frage, auch für den Algorithmus im selbstfahrenden Auto. Jetzt ist eine abschüssige Gebirgsstraße, ja, die Bremsen versagen. Und was macht jetzt der Algorithmus? Haut er sie mit den Insassen in die Schlucht hinein oder fährt er doch in die ihm entgegenwandernde, singende 3B am Wandertag hinein? Muss man dann, da muss man schauen. Ja, wer sind wichtige Menschen? Innerhalb des Autos oder außerhalb des Autos? Ich sage zurück zum natürlichen Lauf der Welt. Drin ist drin und draußen ist draußen. Pech gehabt, 3B. Aber jetzt muss ja der Algorithmus auch selektieren, wenn er schon da ins Schleudern kommt und bremst, mal sagen, wenn da mehr Leute beim Anstehen haben, wen er als Ersten zusammenführt. Da muss man auch. Und er muss das analysieren. Da steht ein Mann im schönen Anzug, ja. Dabei hat jetzt ein Sandler, der hat bei der Caritas gerade geholt, den Anzug. Drin ist ein Sandler. Aber der erkennt das Gesichtserkennungssystem und so weiter. Da führt er den zusammen. Wichtig ist Kontostand und so weiter. Oder, dass er weiß, wer ist ein wertvoller Mensch und ist ein wertloser Mensch. Hat in Oberösterreich vor Monaten einer gesagt, von wertlosen Menschen hat er gesprochen. Und der macht das ganz schnell, der Algorithmus, ja. Während ich noch nachdenke, hat er schon 27 Unehrliche zusammengeführt. Das geht husch die Wurst. Unwichtige zuerst. Ausländer, je nach Deutsch, kennt das ein C1, C2 und so weiter. Asylanten. Und wichtig ist der Kontostand. Aber aufpassen. Früher als man glaubt, ist man selber dran. Ja, wenn man jetzt nebenan steht, der mehr wert ist als ich, ja, dann musst du auch schauen. Zur zweiten an der Ampel. Ne? Da ist mir wichtig, dass man einen Asylanten mit hat, dass der als Köder, dass man mit hat. Blöd ist, wenn man selber neben einem Milliardär an einer Ampel steht. Ne? Da ist man selber dran. Oder bei der Fête Blanche am Wörthersee, wo viele Milliardäre sind. Ja? Und dann steht dort der Bierer mit 1 Milliarde und neben ihm steht aber der Mateschitz mit 18 Milliarden. Pech gehabt, Bierer, wenn das selbstfahrende Auto durchtrat. Ja. Nein, man muss sich schleunigst hinaufarbeiten. Das ist auch ein Anreizmodell, würde ich sagen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Das ist das neue Weltprinzip. Solidarität, Mitgefühl, das ist alles, alles, das bremst beim Aufstieg. Das aktuelle Erfolgsmodell weltweit ist der Soziopath. Dem Soziopathen, dem sind alle anderen wurscht. Man könnte sagen, in Analogie zu diesem Schimpfwort, das auf uns angewendet wurde von den Rechten, der Gutmensch, die Gutmensch ist ein Trottel. Können wir sagen, positiv auch, der Schlechtmensch, der ist Leihwand, der hat immer Erfolg. Der Soziopath als Schlechtmensch. Früher wurde Soziopathie als Krankheit bezeichnet. Da mache ich gesagt, da habe ich gerne die Krankheit. Die Krankheit zum Erfolg. Der Soziopath ist der Einzige, dass ich mir das vorstellen kann. Der Soziopath ist ein Mensch, der hinter sich in eine Drehtür reingeht und vor sich rauskommt. Das müssen Sie einmal kennen. Und schauen Sie sich um weltweit in den höchsten Positionen, Präsidenten, Staatschefs, alles Soziopathen. Nordkorea, Ungarn, Polen, Türkei, gar nicht zu reden von United Kingdom oder United States. Manche verkleiden sie ja. Zum Beispiel Brasilien, der Bolsonaro, der schaut ganz normal aus, ist ein Schwerverbrecher, zündet uns die Welt an. Bei den anderen sieht man es ja mit den gelben Federn. Nicht? Also der, das ist schon wie ein Signal. Schau, der Depper, der lalalalala. Ja, die Kinder machen, was sie wollen. Die Kinder machen, was wollen. Man, da gibt es ja die Geschichte vom jetzigen, ja, den Wahlsieger in United Kingdom, Boris Johnson. Ist ja einige Monate her ein Video auf YouTube. Er ist in Leeds, um dort irgendwas zu quatschen in der Fußgängerzone. Und ein Passant kommt vorbei, der ihm etwas vor, was sagt, der attackiert ihn nicht, der ist nicht brutal oder was, sondern der spricht ihn nur an und sagt, Mr. Johnson, shouldn't you be in Brussels to negotiate for us? Solltest du nicht in Brüssel sein, um für uns zu verhandeln? You should be in Brussels. Und er sagt darauf, I am. Daraufhin sagt der Passant, no, this is Leeds. This is not Brussels, this is fucking Leeds. Und er sagt, I'm in Brussels. Ja, was machst du? Nimmst du einen Hammer, haust dann selber am Schädel oder wie vor vielen Jahren mein Fußballerkollege bei der FAC, der Stifter Hansl, zu sagen pflegte, bevor ich das mache, haue ich mir mit dem locherten Gesicht auf die Grassock. Und das, naja, in dem Fall, aber
Die können machen, was sie wollen. Die können blöd sein. Der kann peinlich sein, brutal. Grab them by the pussy. Die können kriminell sein. Es ist wurscht. Ja. Der Trump hat wieder kein Umzeichen. Nein, die geht jetzt da anders. Aber der Johnson braucht man gar nicht reden. Haben wir eh schon gesagt. Es muss doch möglich sein, denke ich mir manchmal in meiner Verzweiflung, es muss doch möglich sein, denen das Handwerk zu legen, sie einzusperren oder sie, na, Gott soll abhitten, nichts weiter. Aber es wird ja reichen, wenn man es nicht will. Aber sie wollen es ja, die wollen es ja trotzdem, die bewundern das sogar. Na super, ich mache es auch. Ibiza, hier, der wollte was der wollte schnackseln. Hier, das, so, das machen die auch, hier. Oder Wahlkampfkostenüberschreitung, die wollten ja gewinnen, hier, das machen die auch. Wie beim Fußball, ich hocke einen um, dann gewinnen wir, nicht? Nachher redet keiner mehr. Denken Sie an das Finale, Weltmeisterschaft, ja. Die Maradona, die Hand Gottes, macht es cool mit der Hand. Ja, irgendwann waren es trotzdem Weltmeister, redet keiner mehr davon. Also nicht der Weg ist das Ziel ist das Ziel. Und die Soziopathen haben Erfolg, weil sie an sich glauben. Und daher auch die Werbung, glaub an dich. Die Werbung hilft dann dabei. Wer glaubt am meisten an sich? Der Soziopath. Ich glaube an mich, ich glaube nicht an dich. Ich kann an dich selber glauben. Jeder glaubt an sich selber. Jeder darf ein Arschloch sein und darf stolz drauf sein. Und das ist zutiefst demokratisch. Das ist Chancengleichheit. Ja. Das ist die neue Gerechtigkeit. Nicht jeder kann reich, aber jeder darf ein Soziopath sein. Das geht dann auch auf die unteren Schichten, auf die Armen. Da ist der erfolgreichere und der weniger erfolgreiche Arme. Ja. Da sieht auch der Soziopath. Und der Vorteil ist, die kleinen Männer und die kleinen Frauen, die kleinen Leute, die kümmern sich um sich selber, aber nicht, indem sie sich helfen gegenseitig oder indem sie nur eine neue Gewerkschaft sind. Nein, indem sie sich alles neidisch sind, indem sie sich denunzieren, wie dann überall Sozialschmarotzer. Schau, das sind die alleinerziehende Mutter, aber telefonieren kann sie und rauchen, das ist uns gefällt, gell? Ja, ja. Arbeitslose sind Arbeitszahler, sagt der arbeitslose Arbeitszahler. Und häufig sagt, der steht ja nicht auf in der Früh. Schau, der steht ja nicht auf in der Früh. Und das ist ja wirklich, das haben wir da im Wahlkampf dann auch gehört vom jüngsten Ding, steht ja wirklich niemand auf in der Früh. Vor allem in Wien, also in den Bundesländern hat er das erzählt, in Wien steht niemand auf in der Früh. Ich sage dann oft am Land, fahren Sie mal nach Wien, stehen Sie auf in der Früh und schauen Sie sich das an, steht niemand auf in der Früh. Alles leer, wie nach einer Neutronenbombe. Steht keiner auf, nur die Kinder sind unterwegs. Die sieht man zuerst nicht, weil sie so klar sind. Und die Kinder sind mit verknöpfte Pyjama-Oberteile, Rotzgläckerl bis zum Brustpaar, ein Benko die Augen zugeschmiert und Schuhe verkehrt angezogen und die Strumpfhosen auch verkehrt und hinten hängt noch das Klopapier hinter sich. So marschieren sie mal drum, weil die Eltern nicht aufgestanden haben, weil keiner aufsteht in der Früh. Nur Kinder sind unterwegs. Nur Kinder sind unterwegs und der Basti, weil sie mir immer begegnet sind. Haben ihn ja oft angesprochen, Herr Bundeskanzler, kannst du mir die Schuhe zubinden? Geh weg, lass mich ja. Herr Bundeskanzler, kannst du mir deine Haube bohren? Das ist keine Haube, das ist eine Frisur. Schau, dass du weiterkommst, gell? Marsch. Also wichtig ist, jeder gegen jeden, aber ein Schulterschluss ist möglich. Alle gemeinsam können sich auf Geflüchtete draufhauen. Da kann man runtertreten. Der Bessergestellte, Schlechtgestellte, der Erfolgreichere, Unerfolgreiche, der reichere Arme hat jemand, auf den er runterschauen kann. Ja, das ist. Und der Riesenvorteil, wenn alle Soziopathen sind, jeder hat mindestens einen, der sich um ihn kümmert. Sich selber. Und das muss reichen. Schatz, ich bin jetzt schon so alt. Ich war im Oktober 32. Mir könnte ja eigentlich das alles wurscht sein. Ich bin keine Frau, ich bin kein Arbeiter, ich bin nicht evangelisch. Ich bin kein Kriegsflüchtling, ich bin nicht arm und ich bin kein Wirtschaftsstandort und ich bin noch nicht pflegebedürftig. Könnte mir alles wurscht sein. Aber mir ist nicht wurscht und ich hoffe, ich bin nicht allein damit.